Nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden. Und laut zu sagen, nein. Burkhard Tucholsky. Unter dem Pseudonym Peter Panther schrieb. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulrike Strauß. Und ich freue mich sehr, Sie so zahlreich zu unserer zweiten Veranstaltung zum Thema Hartz IV und bedingungsloses Grundeinkommen begrüßen zu dürfen. Wir, das ist die Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen hier in Kassel, die Ihnen heute mit freundlicher und tatkräftiger Unterstützung des Anthropologischen Zentrums Frau Inge Hannemann präsentiert. Frau Hannemann hat im Jobcenter in Hamburg gearbeitet, wurde von ihrer Arbeit suspendiert, weil sie das Hartz-IV-System kritisierte und die Bundesagentur für Arbeit aufforderte, die entwürdigende Sanktionspraxis von Hartz IV zu beenden. Dafür erhielt sie vor kurzem den Publikumspreis der Zeitschrift Hartz. Damit sind wir wieder bei Tucholsky, dem Panther-Preis für Zivilcourage. Wir freuen uns sehr, dass Inge Hannemann bei ihren vielen Vorträgen und Auftritten Zeit für uns gefunden hat und nun hier in Kassel ist. Sie wird uns von ihrem Alltag im Jobcenter berichten, von dem Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von den sehr einschränkenden Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit und den zum Teil existenzbedrohenden Auswirkungen für Leistungsempfängerinnen und Empfänger. Ihr Vortrag ist überschrieben mit dem Titel Jobcenter im Wandel. Das Grundeinkommen. Illusion oder Vision? Und hier schließt sich der Kreis zum Engagement unserer Arbeitsgemeinschaft. Ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Alternative, weil es Nein zu unzumutbaren Arbeitsplätzen ermöglicht? Doch bevor ich Frau Hannemann zu ihrem Vortrag bitte, noch eine Ansage in eigenem Interesse. Wir, die Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen, sind auf Spenden angewiesen, weil wir alle Aktionen ehrenamtlich und aus eigener Tasche finanzieren. Mit ihren Spenden heute soll nach Abzug der Unkosten auf Wunsch von Frau Hannemann der Landesverband Volkssolidarität in Berlin unterstützt werden. Der Verband setzt sich für durchdachte Vorschläge gegen Sozialabbau und Rentenkürzungen, für eine gerechte Finanzierung der sozialen Systeme und eine stabile Gesundheitsversorgung ein und wurde auch für den Panther-Preis nominiert, ging aber leer aus. Und zu guter Letzt, wir machen wieder eine Pause und es steht Ihnen aus Solidarität mit den Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern unsere guten Euro-Kekse und das gute Kasseler Wasser zur Verfügung. Außerdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir noch Unterschriftenlisten für die EU-Petition draußen ausliegen haben und es gibt wertvolle Informationen an unserem Büchertisch. Und jetzt Frau Hannemann, bitteschön. Guten Abend. Danke für die Einladung. Nein, ich war noch nie in Kassel. Außer zum Umsteigen. Ne? Ich steige immer in Kassel, will dann zur Höhe um. Bei Touren. Aber mehr kenne ich leider nicht. Ich habe leider auch nicht morgen Zeit, nach Kassel anzugucken, weil ich aufgrund der Bundestagswahl und aufgrund dessen, dass die FDP rausgeflogen ist, was mich jetzt nicht so traurig stimmt, tatsächlich morgen nach Berlin muss. Ja, ganz kurzfristig und auch noch wegen aller Notfall und auch wegen Medien und solche Sachen. Deswegen muss ich jetzt 2 Tage bei Ihnen noch einschieben. Ja, okay. Das Mikrofon ist für
Kanal. Ich versuche lauter zu sprechen. Ja. Ich werde immer gefragt, wie es mir geht. Mir geht's gut. Ja, und die Leute sagen auch, du siehst auch wieder besser aus als vor jetzt 6 Wochen. Das liegt daran, ich habe wieder zugenommen. Ich hatte am Anfang sehr extrem abgenommen. Das lag aber eher an der hohen geistigen Tätigkeit. Und ich bin ja auch eine Sportlerin. Und ich habe jetzt den Sport reduziert. Und seitdem ist es ein bisschen besser. Nein, ganz wichtig ist, mir geht es psychisch gut. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Trotz aller Diffamierungen, die ich von Seiten der WA erhalte, auch natürlich von meiner Jobcenterzentrale, auch Beschimpfungen aus sämtlichen Kreisen, also nicht nur jetzt WA, sondern auch natürlich Erwerbslose beschimpfen mich, Mitarbeiter beschimpfen mich, zum Teil natürlich Kommentatoren, ja, bei Artikeln, wobei das lese ich gar nicht mehr viel. So, und dann bekomme ich natürlich auch, ist auch kein Geheimnis, Bedrohungen, also gegen meine Person, als auch gegen meine Familie, es wird gestalkt zum Teil. Aber nichtsdestotrotz, das wusste ich vorher, das war ja klar, ich bin darauf vorbereitet gewesen, ich habe mich darauf vorbereitet, intensiv. In Hamburg habe ich inzwischen 2 Bodyguards, Ehrenamtliche, die brauche ich nur anrufen und die begleiten mich in Hamburg zu Veranstaltungen, was leider auch Not tut zum Teil, also gerade in Hamburg. Aber ansonsten kann ich mich immer noch gut frei bewegen. Aber es war interessant, als ich heute in der Bahn saß, stieg in Hannover SPDler ein. Und die haben sich an meinen Tisch gesetzt. Und ich hörte dann so, wie sie über die Bundestagswahl diskutierten und über ihr Team, ich sage jetzt nicht den Abgeordneten, wo ich dachte, na, jetzt muss ich aber doch mal meine Musik ausmachen und ein bisschen intensiver hören. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich hatte mit denen auch ein Gespräch. Ich habe mich dann eingeklinkt über die Bundestagswahl, aber natürlich auch speziell SPD. Und es war ein sehr sachliches, fachliches Gespräch, aber leider war es so, dass das Thema Arbeitsmarktpolitik, speziell Hartz IV, auch bei denen leider kein Thema war. Also sie haben mich erkannt, sie wussten, wer ich bin, fragten gleich, na, wo gehen Sie heute wieder hin zum Vortrag? Ja, lassen Sie mal die SPD raus. So, und, aber es war trotzdem ein nettes Gespräch. Ich war nur sehr enttäuscht, dass auch in Hannover das überhaupt kein Thema ist. Ja? Und genau an dieses Team habe ich auch diverse E-Mails geschrieben vor der Wahl betreffend Sanktionsmoratorium. Wir wollten sie unterstützen. Wir hatten auf Facebook einen Flashmob aufgerufen zur Unterstützung für das Sanktionsmoratorium, um die SPD und die Grünen dort zu unterstützen. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich glaube sonst auch keiner, wie ich hörte. Das habe ich denen natürlich auch heute an den Kopf geworfen. Sie guckten dann etwas betreten auf den Tisch. Ja, also sie kannten die E-Mails. Gut, ich habe übrigens natürlich auch, ich kann ja dann doch nicht Ruhe lassen, ne? Auch an die SPD in Hamburg gestern. Und ich habe auch innerhalb von 5 Stunden eine Antwort bekommen. Und ich habe gefragt, wie Sie denn die Große Koalition jetzt sehen. Ne, CDU, SPD und dann meine Bedenken gesagt, dass sie untergehen werden neben der Merkel, wie alle anderen auch, dass eine Politikblase entstehen könnte. So, und man hat mir zugestimmt. Ich war ganz erstaunt. Also selbst die SPD in Hamburg schrieb dann, das ist auch nicht unser Wunsch. Ja, und fand ich gut. Ja, so. Immerhin haben sie geantwortet. Zuvor haben sie irgendwie nicht geantwortet. Ja, warum stehe ich hier, warum mache ich die Vorträge? Einmal, weil ich merke, die Leute wollen mich sehen, tatsächlich. Ich brauche aber auch Multiplikatoren und ich möchte das, was ich zum Teil auf dem Blog geschrieben habe, wobei ich habe noch gar nicht alles geschrieben, auch einfach mal persönlich auch überbringen. Mit meinem Kampf in Anführungszeichen, ja, ich kämpfe ja für etwas, für eine Verbesserung, ist nicht fertig, ist ganz klar. Ich sage auch immer, nach der Wahl ist vor der Wahl. Wobei der WA-Vorstand intern eine Videobotschaft an den Mitarbeiter geschickt hat,
wo er davon spricht, es gibt jetzt, das war noch vor der Wahl, ein paar besonders mutige Menschen aufgrund der Wahl, die an die Öffentlichkeit gehen, wo ich dachte, naja, nach der Wahl aber auch. Ja, so, und also ist noch lange nicht fertig. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Drittel aufgedeckt bisher. Ja, also, die Medien, mit denen arbeite ich ja sehr eng zusammen, mit vielen verschiedenen. Nicht, weil ich jetzt ein Lieblingsmedium habe, sondern damit es einfach bundesweit verteilt wird, damit ich alle erreiche. Und das geht es mir. Außer Bild, ja, die verweigere ich. So, und die Medien bleiben weiter dran an der Geschichte, das ist klar, oder überhaupt an Geschichten. Nur, die Medien haben immer ein Problem, die wollen immer alles. Die wollen alles sofort. Ja, alle Unterlagen, wo ich sage, mit Sicherheit nicht. Ja, den Fehler mache ich nicht. Ihr kriegt den packen und müssen aber erstmal aufbereiten und das erklären und so weiter. Ich muss aber den Medien zugute halten, dass sie sehr bemüht sind, auch gut zu recherchieren. Also schreiben ja viele Medien, von denen weiß ich gar nicht, auch über mich, was ich dann hinterher zugetragen bekomme. Und wenn es aber nicht um mich geht, dann rufen sie mich an oder schreiben mir eine E-Mail. Ja, und stellen Fragen, um das richtig auch darzustellen. In der Regel klappt das, finde ich, ganz gut. Also ich würde sagen zu 70-80%, und das finde ich sehr beruhigend. Ja, da gebe ich natürlich auch weiterhin gerne Auskünfte. Oder dann schicke ich auch entsprechende Unterlagen, wo das dann einfach besser erklärt wird. Gut, die zweite Frage ist immer, ja, Inge, warum bist du an die Öffentlichkeit gegangen? Du hättest ja auch deinen Job weitermachen können, wie die letzten 8 Jahre. Hätte ich, aber ich wollte nicht. Ja, dass ich suspendiert werde, habe ich schon viel früher erwartet. Ich war erstaunt, dass das erst dieses Jahr kam, weil unter Vollkontrolle stehe ich schon seit 2 Jahren. Ja, Vollkontrolle ist das, man sagt immer, das Schlimmste, was einem passieren kann im Jobcenter. Da wird nämlich das Telefon abgehört, es wird die Telefonliste abtelefoniert, wenn man angerufen hat, es wird im System geschaut, bei mir wurde auch in den Schreibtischschubladen nachgesehen. Ich hatte auch immer gerne die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes an meiner Pinnwand hängen, waren dann abgehängt, solche Sachen. Dann habe ich ja letztes Jahr eine Studie erstellt über negative psychische Auswirkungen durch Hartz IV. Die hatte ich auf dem Tisch liegen, auch die sollte ich runternehmen, wo ich dann mal fragte, hast du die überhaupt gelesen? Ja, der Titel ist ja schon negativ. Er hat ja gesagt, ja schon Hartz IV macht krank, wo ich sagte, naja, dann liest doch mal, ne? Aber Hartz IV macht trotzdem krank. Ja, so, und ich habe es dann aber liegen gelassen, solche Sachen. Und ich nenne das schon immer auch ein bisschen Mobbing. Ja? Oder wenn ich krank war, dann wurde ich nicht vertreten. Ja? Also meine jungen Leute sind dann gekommen und hatten kein Gespräch. Dann wurden sie wieder nach Hause geschickt zum Teil, weil ich halt krank war. Oder Urlaub hatte überraschenderweise. Und ja, und das sind dann so Sachen, wo ich dachte, okay, so beginnt das erste Mobbing, mal gucken, wie es weitergeht. So, aber ich denke immer, Menschen, die mobben, sind relativ schwach. Ja, das müssen sie nicht mobben. So, und ich habe dann auch mich dagegen gestellt und hatte auch da kein schlechtes Gewissen. Der Druck, den hatte ich schon vor 2 Jahren, den hatte ich schon vor 3 Jahren. Nur habe ich immer gedacht, ich muss das alles ein bisschen mal noch beobachten, ich muss noch ein bisschen sammeln, auch die Historie auch sammeln, wie sich was entwickelt, gerade die Sanktionspraxis. Das ist eine unwahrscheinliche Entwicklung innerhalb der Jobcenter. Aber auch die Eingliederungsvereinbarung, dann kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Existenzminimum. Da habe ich sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Das Urteil ist dann nicht so schwer zu verstehen, aber die Kommentare dahinter, ja, die seitenweise Kommentare. Und dann habe ich auch immer gedacht, ich muss noch ein bisschen einfach nur beobachten. Ich hatte mir aber mal, ich glaube das war 2009 oder so, eine Auszeit genommen, weil ich merkte, ich stehe kurz vorm Burnout, wie viele meiner Kollegen auch. Es betrifft immer beide Seiten, das ist ganz wichtig. Ja, die Erwerbslosen sind betroffen, aber auch die Kollegen sind betroffen.
Und habe gedacht, nee, ein richtiges Burnout kannst du dir jetzt nicht leisten. Habe mir eine unbezahlte Auszeit genommen, habe mir Frankreich angeguckt, dort das Arbeitsamtssystem, mit den Gewerkschaften gesprochen, habe im Blick hier am Arbeitsmarkt in Frankreich gearbeitet. Ich musste ja trotzdem irgendwie Geld verdienen. Ich war in Großbritannien. Die sind uns ja immer einen Schritt voraus, leider. Habe mir dort das System angeguckt, das Elend außerhalb von London. Dort mit Mitarbeitern gesprochen, mir auch das System erklären lassen, damit ich weiß, was auf uns zukommt. Auch dort im Blick hier am Arbeitsmarkt gearbeitet, im Servicebereich. War auch eine sehr interessante Erfahrung. So, und habe dann, als ich wieder zurück war in Hamburg, als Dozentin wieder gearbeitet, mit Genehmigung auch meines Arbeitgebers. War von den Bildungsträgern dort eingeladen worden, auch als Dozentin. Ich war ja vorher auch über 10 Jahre als Dozentin tätig. Wirklich mit dem Ziel, die Erwerbslosen über ihre wirklichen Rechte aufzuklären. Ja, also wir haben in Hamburg einen sehr, sehr guten Bildungsträger, muss ich sagen, der da sehr, sehr offen ist für. Und der auch Leitfaden erstellt hat, wie die Erwerbslosen sich verhalten sollten. Also als Beispiel, was ich ja auch immer sage, geht nie allein ins Jobcenter. Immer mit Beistand. Ganz wichtig. Wenn der Beistand auch ein paar Rechtskenntnisse hat oder zumindest das SGB II kennt, das Sozialgesetzbuch 2, ist es gut, sehr hilfreich. Aber oftmals reicht schon einfach eine mentale Begleitung. In Studien hat man auch festgestellt, dass die Mitarbeiter dann freundlicher sind, sie sind sachlicher und sie sind großzügiger. Ich finde, das sagt schon sehr viel aus. Darf eigentlich nicht sein, ist aber leider so. Ja, deswegen unbedingt mit Beistand. Dann geben sie auch Tipps, zu, wie man Widerspruch schreibt, ja, in welcher Frist, wie man das machen sollte, wenn man das nicht selber schreiben sollte, dann wo es in Hamburg Rechtsstellen gibt. In Hamburg gibt es dann keinen Beratungsschein, wie in anderen Bundesländern, sondern da muss man gleich die Prozesskostenhilfe beantragen. Das macht es immer noch mal ein bisschen schwieriger. So, und naja, auf jeden Fall, der Bildungsträger wollte, dass ich dort die Erwerbslose aufkläre. Das habe ich dann auch viele Monate dort gemacht. War schön und auch dort die Dozenten unterrichtet, geschult. Ja. Gut, ich wollte mir Luft verschaffen jetzt mit der Öffentlichkeit, also erstmal mit meinem kritischen Blog. Der haut ja schon von Beginn an ganz gut rein. So, und dann war natürlich der Höhepunkt der Brandbrief Ende Februar, wo ich ja von den Toten schreibe, Geschädigten und Geschändigten. Harte Worte, ich weiß, man kann dann natürlich über die Loyalität zum Arbeitgeber zweifeln. War mir auch klar, aber es ist offiziell ein Brandbrief, und dann darf ich auch so schreiben. Ja, und da war ich sehr zornig. Ja, ich fühlte in dem Moment, als ich den geschrieben habe, es gibt keinen Ausweg innerhalb der Jobcenter. Ja, ich kann intern machen, was ich will. Ich habe ja intern versucht, die Kritik anzubringen. Ich habe Skripte geschrieben für andere Kommunikation, für andere Gesprächsabläufe, für andere Aufteilung. Ja, innerhalb der Zeit mit den Erwerbslosen und wurde immer abgelehnt, wurde gar nicht angenommen mit der Begründung, Frau Hannemann, Sie überschreiten jetzt Ihre Kompetenz. Ja, wo ich immer sage, ich überschreite mit Sicherheit nicht meine Kompetenz, weil ich seit 15 Jahren Konzepte schreibe. Ja, so, und da habe ich dann an dem Tag gemerkt, ich komme intern nicht mehr weiter, keiner will mich hören. Es ist egal, wohin ich schreibe, ich kriege nie eine Antwort. Ich habe aus dem Jobcenter herausgeschrieben an die BA, damit die sehen, es ist intern, auch keine Reaktion. Ich habe versucht anzurufen, kein Rückruf. Und als ich den geschrieben habe, ging es mir gut. Und ich dachte so, jetzt habe ich irgendwelche Emotionen da abgeladen, bin dann wieder joggen gegangen und anschließend habe ich ihn ins Netz gestellt. Dass danach natürlich die Suspendierung erst recht folgte, war klar. Gut, ich bin übrigens immer noch suspendiert, noch keine Kündigung. So, am 22. November geht das Hauptklageverfahren weiter. Mein eigentlicher Arbeitgeber, die Stadt Hamburg, hat jetzt Gesprächsbereitschaft gezeigt, als auch die Jobcenterzentrale für eine andere Tätigkeit.
aber welche sagte man ja nicht. Das bedeutet, es wird wohl in Kürze einen zweiten Gerichtstermin geben, also Gütetermin. Ja. Ich bleibe dabei, dass ich sage, jawohl, ich bin gesprächsbereit im Rahmen des SGB II. Weil suspendiert worden bin ich aufgrund meiner kritischen Äußerung, nicht aufgrund von arbeitsrechtlichen Gründen. Das ist bis heute nicht bewiesen. Ja. Und der Wortlaut der Suspendierung sind auch die Zitate aus meinem Blog. Die haben meinen Blog zitiert. Und ein Grund ist auch, dass sie daran zweifeln, dass ich in Zukunft das SGB II rechtskonform umsetzen werde. Und sie wollen mich aber auch schützen, weil ich ja nach meiner Meinung tagtäglich gegen das Grundgesetz verstoßen muss, wenn ich da arbeite. Und das will man mir nicht zumuten. Als ich die Suspendierung überreicht bekam, persönlich, war ja eine Rechtsbegleitung von Verdi dabei. Und wir haben wirklich auch die zwei Herren eingesprochen und haben gesagt, es gibt ein Politikum jetzt, was sie hier machen. Ja, das ist doch klar, dass wir das veröffentlichen. Bringen sie arbeitsrechtliche Sachen rein. Ja, aber die Herren wollten nicht hören. Also mehr können wir auch nicht tun. Gut, ich lese Ihnen mal was vor. Seit ich 40 bin, brauche ich eine Lesebrille. So. Leider zu spät. Der Bundesrechnungshof bringt es ebenfalls auf den Punkt. Ein paar Tage später. Der Bericht landet über den Spiegel in der Öffentlichkeit. Das hätte nicht sein müssen, hätte man auf die Personalvertretungen gehört. Der Vorstand, Beruhigung des Personals. Der Vorstand und der Geschäftsführer der Regionaldirektion schreiben sinngemäß, wir sind doch dran, bleibt ruhig. Zwischenfrage. Gut Ding will Weile haben oder was? Ausgehend vom ersten Brief des Hauptpersonalrats, der sitzt in der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, in 2009 bis heute sind circa 4 Jahre vergangen. Über 5 Jahre ohne Lösung, wenn man die ersten Kritikansätze der Personalräte betrachtet. Langsam war es nur die Deutsche Bahn im Winter. Jeder Mitarbeiter, der so arbeitet, hätte schon längst Konsequenzen gespürt. Das war ein Schreiben im Juli vom Personalrat der Agentur für Arbeit in Hannover. Also da ist mein Brandbrief noch gar nichts dagegen. So, ich lese Ihnen jetzt mal aus einem internen Brief an die Mitarbeiter etwas vor. Als Vorstand wollen wir, dass in ihrer täglichen Arbeit der Mensch im Mittelpunkt steht. Die guten Zahlen der Vorjahre sind das Ergebnis dieser Arbeit. Wir sind überzeugt, dass Sie alle diese Auffassung mit uns teilen. Ohne eine Zielsteuerung wären die Erfolge, auf die Sie stolz sein können, nicht möglich gewesen. Die Arbeitslosigkeit ist seit 2005 um rund 2 Millionen gesunken. Die BA konnte eine finanzielle Rücklage aufbauen, die im Jahr 2008 rund 17 Milliarden Euro betrug und wesentlich zur Abfederung der Wirtschaftskrise beigetragen hat. Die BA wird dieses Jahr einen Verlust von 1 Milliarde Euro machen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind von 6,5 auf 3% mehr als halbiert worden. Unsere Kunden geben uns regelmäßig eine gute Rückmeldung. Genau, das ist ein typischer Wortlaut von Seiten der Bundesagentur für Arbeit an die Mitarbeiter. Dieser Brief kam raus, nachdem der Spiegel die Kritik gebracht hat über das Ergebnis des Bundesrechnungshofs. Ja. Die E-Mail war abends so kurz nach 19 Uhr bei den Mitarbeitern im Postfach. Was mich an diesen E-Mails immer erschreckt, ist der Satzbau. Ja, ist egal, welche E-Mail ich nehme, welche Videobotschaft ich nehme, es ist immer dasselbe. Genau, der Mensch steht im Mittelpunkt und dann kommen immer die alten Erfolge. Ja, es wird aber nicht erwähnt, dass zwar von mir aus die Arbeitslosigkeit gesunken ist, aber die Aufstocker, der prekäre Arbeitsmarkt, der Niedriglohnsektor, ja, Menschen, die in Minijobs sind, dass das um ein Vielfaches gestiegen ist, das wird eben nicht erwähnt. Ebenso wird auch nie erwähnt, dass die Zeitarbeit ein Plus
von 270% seit 2007 hat. Ja, das bedeutet, jede vierte Arbeitsstelle vermitteln wir in Zeitarbeit. Das ist auch ganz einfach, das müssen wir auch. Ja, Zeitarbeit ist vielmehr das wichtigste Thema. Ist egal, ob im Jobcenter oder in der Agentur für Arbeit. Die Mitarbeiter erzählen genau dasselbe. Ist ganz einfach auch begründet. Heute haben wir Mittwoch. Wenn ich heute jemand in Zeitarbeit schicke und er fängt morgen an, hält durch bis Freitag, ja, oder dann kommt er am Montag wieder, dann habe ich eine Vermittlung. So, guter Arbeitsvermittler. So, am Montag kommt er wieder und dann sage ich, okay, das war nicht, hat irgendwie nicht gepasst, das ist irgendein Grund. Nächste Zeitarbeitsfirma. Er geht am Dienstag hin, beginnt am Mittwoch zu arbeiten, meine zweite Vermittlung. Ja, Sie merken, ich habe eine Person und kann vermitteln und vermitteln. Und jedes Mal zählt das, ist das eine Vermittlungsquote. Also intern sagen wir dazu Integrationsquote. Die Quoten sind vorgegeben, bereits im Vorjahr für das ganze folgende Jahr. Wenn ich habe jetzt die aktuellen Zahlen für, also bis Ende August, demnach hat das, also von allen Jobcentern, demnach hat das keiner erreicht, die Vermittlungs- oder Integrationsquoten. Auch wenn es immer heißt, wir vermitteln so gut. Fand ich sehr interessant. Gleichzeitig werden auch schon immer die Zahlen vorausgesagt, was die einzelnen Kommunen oder Regionen ausgeben dürfen an Regelleistung, also Geld zum Leben, als auch an Mietkosten. Das bedeutet, das Ministerium für Arbeit und Soziales in Berlin, als auch das Ministerium für Finanzen, klamüsern schon aus, wie viel Geld da ist für das folgende Jahr. Und man kann beobachten in den Listen, ich habe sie mir also tageweise angeguckt, und die Kosten, die sinken Monat für Monat, gerade bei den Mietkosten. Obwohl wir im Grunde genommen nicht weniger Meldungen haben, Neumeldungen. Ja, die BA geht selbst in den Zielvereinbarungen, es geht ja immer um die Diskussion der Zielvereinbarungen, von diesem Jahr 1,7% mehr Neubewilligungen aus. Das heißt, wir haben mehr Neubewilligungen als im Vorjahr. Und trotzdem müssen diese Kosten gesenkt werden. Wie kann das gehen? Ist ganz einfach. Ich kann nur Kosten senken, wenn ich das Geld kürze, in Form von Sanktionen, oder indem ich Qualifizierungen, also wirkliche Qualifizierungen, mit Bildungsgutschein verweigere, oder indem ich überhaupt die Leistung verweigere. Auch diese Fälle haben wir. Ja, da wird einfach mal salopp gesagt, Sie haben keinen Anspruch. Ohne wirklich zu überprüfen, hätte der Mensch vielleicht einen Anspruch. Ja, da wird nur abgefragt, wie viel verdienen Sie, was kostet Ihre Wohnung, okay, Sie sind drüber. Es wird aber nicht geguckt, ob er jetzt wirklich einen Freibetrag hat, was er noch absetzen könnte, dann wird die Zahl nämlich ganz anders aussehen. Dafür sind wir gar nicht geschult. In der Regel macht das die Eingangszone und die Menschen, die glauben das und ziehen wieder ab. Ja, und denken, naja, das ist ja hier Mitarbeiter, der muss das ja wissen. Also wird das stimmen. Die Zahlen, oder es sind ja um die 4 Millionen Menschen, die sich gar nicht melden aus Scham, ja, oder wirklich aus Angst, oder weil sie eben denken, naja gut, ich bekomme es sowieso nicht. Ja, also die Zahl wird immer ganz vergessen. Und die Sanktionspraxis. Ein Thema, was mir immer schon Bauchschmerzen gemacht hat, weil ich sage von Anfang an, dass wenige Geld, am Anfang waren es ja 354 Euro, dann waren es 384, jetzt sind wir bei 382, nächstes Jahr gibt es ja 8 Euro mehr. So, und wo ich immer denke, wieso soll ich Geld kürzen von Geld, was im Grunde genommen gar nicht da ist, was den Menschen sowieso nicht reicht. Ich hatte Erwerbslose, die sind damit gut zurande gekommen. Ja, das gibt es auch. So, aber die Mehrheit, muss man feststellen, kommt damit nicht zurecht. Insbesondere, wenn Kinder da sind. Natürlich gibt es für die Kinder auch Geld, aber Kinder sind sehr teuer. Und der Witz ist, dass die Kinder viel weniger Geld bekommen. Ja, und ich selbst habe ja auch eine Tochter, also jetzt nicht mehr, die ist schon alt, bei 23. Ja.
Und ich hatte immer den Eindruck, je älter das dieses Kind oder größer wird, desto teurer wird sie. Ja, so. Und ich bin mit den rund 250 Euro, was die Menschen ja kriegen, kaum ausgekommen. Ja? Also ein paar Schuhe mal und dann wachsen die und dann machen die den Schub. Und, ja. Wo ich dachte, das funktioniert nicht. Dann habe ich Fälle erlebt von Erwerbslosen, die wirklich durch die Sanktionen die Obdachlosigkeit getrieben wurden. Die verzweifelt waren, die bei mir saßen und gesagt haben, Frau Hannemann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, so, und ich kann jetzt auf der Parkbank schlafen, ich kann bei Freunden schlafen. Und ich dann sagte, naja, jetzt gucken wir uns erstmal die Sanktionen an. Ich habe ja immer die schwierigen Fälle bekommen von meinen Kollegen. Ich hatte nicht wie die meisten meiner Kollegen festen Stamm, sondern das hat sehr rotiert zum Teil. Und in der Regel waren sie sanktioniert, diese Menschen, und eben auch bis zu 100% sanktioniert über dann 3 Monate. Und ich habe da festgestellt, wenn ich mir die Sanktionen so angucke, ja, ich konnte alle zurücknehmen, weil einfache Formfehler drin waren. Ja, es war dann ärztliches Attest vorhanden, was nicht anerkannt wurde. Es war ein fachärztliches Attest vorhanden, dass der Mensch gar nicht momentan leistungsfähig ist. Ja, wegen psychischen oder körperlichen Gründen, da darf man noch nicht mal eine Eingliederungsvereinbarung machen. Und trotzdem wurde sie gemacht und aufgrund dessen sanktioniert. Ja, und oder ist das möglich? Mann, wie ist das möglich, wenn ein Attest vorliegt? Eben, wie ist das möglich? Es ist nicht möglich. Ja, und das ist das, wo ich sage, es ist diese Willkür. Ja, es ist dieses, wo auch die Richter ja dann jede zweite, dritte Klage haben, das ist jede vierte Klage, unsere Arbeit erledigen, weil die feststellen, die Sanktion ist nicht gerechtfertigt. Was wir im Grunde genommen schon vorher festzustellen haben. Ja, und gar nicht sanktionieren dürfen oder spätestens die Widerspruchsstelle, die Rechtsstelle. Aber man sagt sich, ja, die meisten klagen eh nicht, davon geht man aus. Ich sage immer, Leute, geht klagen, wenn ihr die Kraft habt. Ja? Wenn ihr Prozesskostenhilfe kriegt, weil eben vieles doch nicht so stimmt. Und, aber ich habe dann immer gedacht, das kann es nicht sein. Ja? Wieso werden die Menschen so in diese Not getrieben? Ich habe dann versucht, mit den Kollegen zu sprechen, die privat ganz tolle Kollegen sind. Ja, und aber im Rahmen des Jobcenters einfach linientreu, bezeichne ich das immer, nach dem Sozialgesetzbuch 2 hantieren. Und ich immer sagte, wir müssen das gar nicht so streng sehen. Und so ist es. Wir haben keinen Ermessensspielraum, ob wir sanktionieren oder nicht. Das ist korrekt. Ja? Wir haben aber einen Spielraum, und das ist für mich ein Unterschied, weil es keine Weisung gibt, wann wir zu sanktionieren haben. Es steht nirgendwo drin, wir haben sofort zu sanktionieren. Ja, es steht nur drin, dass wir drauf eben gucken sollen, wenn einer nicht zum Termin kommt, keine Krankmeldung bringt, ist nicht kein wichtiger Grund vor, dann soll man die Anhörung rausschicken und dann entsprechend sanktionieren, wenn der Gegenbeweis nicht kommt. Ich habe, das sind über 130 Seiten, die Sanktionsregeln, x-mal durchgelesen. Und immer geguckt, steht da irgendwo drin, sofort, sofort, sofort. Nein, es steht eben nicht sofort drin. Es steht nur drin, dass nach 6 Monaten die Sanktion keine Gültigkeit mehr hat. Und das ist der Spielraum, den ich durchaus auch genutzt habe. Übrigens andere Kollegen auch. Ja, also ich kenne ganz viele empathische Kollegen, die genauso gearbeitet haben wie ich, aber heimlich. Immer mit der Hoffnung, sie werden bei der internen Revision nicht erwischt. Ja, und wenn wir wussten, das ist interne Revision, dann wurde halt mal schnell nachsanktioniert. Ja. Weil wenn was, ich sag mal, im System gesehen wurde, was wir falsch gemacht haben, hat das leider eine Auswirkung für die Beurteilung. Ja, und nur eine gute Beurteilung kann nachher zur Teamleitung führen und zum Standortleiter oder nach Nürnberg oder in der Regionaldirektion. Ja, wenn sie nicht so gut ist, dann bleibt man immer Arbeitsvermittler der fallenden Menschen. Gut, also das habe ich genutzt. Ich habe versucht, mit den Kollegen auch zu reden, wo es dann wirklich hieß, wieso, das steht im SGB 2. Dann sage ich, wieso, spring zu Hause im Fenster, wenn ich dir das sage. Ja, so, und
Aber es ist irgendwie, vielleicht war ich zu krass, ich weiß es nicht, ja, kam es nicht so durch. Und ich habe dann wirklich versucht, den Spielraum zu nutzen. Ich habe sanktioniert, das ist ja bekannt, aber ich habe es auch wieder aufgehoben. Weil einfach aus dem Grund, wir haben ein Sozialgesetzbuch 10, das sind die Amts- und Dienstvorschriften, die gelten für uns auch. Und demnach ist die Beweislast auf beiden Seiten, bei der Behörde als auch bei den Betroffenen, ganz wichtig. Wenn der Betroffene die Beweislast nicht bringen kann, müssen wir versuchen, die Beweislast zu bringen. Und nichts anderes habe ich getan. Ja, wenn mir dann ein junger Mensch sagte, naja, ich fühlte mich heute Morgen oder gestern nicht gut, wo ich dann sagte, ja, hast du eine Krankmeldung? Nein. Ich soll beim Arzt anrufen, eine Krankmeldung bestellen, dann, oder gehst du hin? Ja, ja, so. Und das, glaube ich, das ist ein bisschen der Unterschied, ja, dass ich nachgefragt habe, dass ich auch beim Arzt angerufen habe mit Zustimmung des Erwerbslosen in seinem Beisein, mit Schweigepflichtsverbindung, dass ich da jetzt also anrufen darf oder Zustimmung schriftlich. Und dann hat das auch funktioniert. Ja? Oder dass ich auch dem Arzt sagte, können Sie es vielleicht einfach zuschicken oder ich hole es ab. Und das Problem war ja immer mit den Ärzten, diese 10 Euro Praxisgebühr. Ja, jetzt haben wir sie zum Glück nicht, das finde ich schon eine sehr, sehr gute Erleichterung. Die Menschen sind nicht mehr zum Arzt gegangen, weil sie die 10 Euro nicht hatten. Ja, oder nicht, auch nicht haben wollten, weil sie sagten, für 10 Euro esse ich 2 Tage. Die rechnen mit Essen. Ja, die rechnen, haben ja teilweise vorgerechnet, so und so viel Brote kriege ich dafür. Ja, manche haben ja auch die Anzahl der Zigarettenpackungen vorgerechnet, ja, von mir aus. Ja, so, aber ich finde es erschreckend, wenn Menschen vor mir sitzen und sie fangen an, mir vorzurechnen. Ja, wenn sie das ausgeben, können sie sich das nicht leisten. So, und deswegen sage ich auch ganz klar, die Sanktionspraxis muss sofort abgeschafft werden, weil das macht den Menschen Angst. Die Menschen haben nicht unbedingt Angst vor der Geldkürzung, erstaunlicherweise, sondern vor der Strafe. Es ist für die eine Strafe. Ja, und intern heißt es bei uns in den Unterlagen, es sind erzieherische Maßnahmen. Das steht da wirklich so drin. Ja, so, wo ich dann sage, so, selbst wenn ich zum Schluss einen Jungmenschen hatte, ich erziehe auch keinen Jungmenschen. Ich bin nicht die Mutter. Ich sitze hier im Amt von mir aus, ja, aber ich habe nicht die Kompetenz zu erziehen. Ja, also darf ich auch gar nicht. So, und das finde ich einfach von der Wortwahl schon sehr bezeichnend. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, ich stelle mich oben drauf, ja, und ihr macht das, was ich sage, weil ich muss euch ja erziehen, ihr könnt es ja nicht. Ja, ihr seid ja noch unmündig. Bei erwachsenen Menschen, gerade bei den 40-, 50-Jährigen, finde ich es noch frecher. Ja, weil, die hatte ich ja auch schon, die konnten mir ja noch mit ihrer Berufserfahrung und Lebenserfahrung was vormachen. Ja, so, und was passiert, wenn die Menschen sanktioniert werden? Also im Jugendbereich ist auffällig, auch das sagen auch die Statistiken, ich selbst habe es auch in Hamburg beobachtet, Hamburg ist natürlich dafür prädestiniert als Großstadt, die werden kriminell. Ja, also die jungen Menschen fangen an, Drogen zu verkaufen, selbst wenn sie selbst keine nehmen. Sie fangen an, Psychopharmaka zu verkaufen, sonstige Medikamente, sie fangen an zu klauen, sie schnurren. Sehr stark Hamburg Mitte ist das vertreten, aber auch in meinem Stadtteil in Altona. Und das Schlimme ist, wenn die beim Schnurren erwischt werden, kriegen die auch noch Ärger, weil das Einkommen ist. Ja. Und ich habe da mal eine junge Dame gesehen aus meinem Jobcenter, die war nicht bei mir, die hat geschnurrt, wo ich sagte, lass dich ja nicht erwischen. Ja, also da um die Ecke rum zwei Kollegen. Ja, vielleicht solltest du woanders hingehen. Ja, so, und sei ich oder pack das Geld immer gleich in deine Hosentasche. So, und das finde ich ist skandalös, ja, dass junge Menschen wirklich in die Kriminalität abwandern. Und auf der anderen Seite, ich habe nur mal die Frage, das Verfassungsgericht hat doch das Existenzminimum gewährleistet, also ca. 700 Euro plus minus für eine Person.
Und wenn die jetzt schon gekürzt kriegen, die Sanktionen, und haben über 100 Euro weniger, manchmal auch noch viel weniger, dann müsste doch denen das vom Grundgesetz anerkannt werden, dass die irgendwoher Einkommen kriegen. Und wenn es gerade Betteln ist, das wäre ja gerade verfassungswidrig zu sagen, und ihr dürft jetzt noch nicht mal ein bisschen Geld erbitten, von mir aus 50 Euro im Monat. Das wäre ja gerade verfassungswidrig, auch wenn Sie das sagen oder die anderen, die machen sich ja damit eigentlich, ja, das Verfassungsbruch oder Grundgesetzbruch. Also das Bundesverfassungsgericht argumentiert ja so, wenn die Menschen auf 0 Euro gekürzt sind, können sie ja die Sachleistung oder Geldersatzleistung anfordern. Also der sozusagen der klassische Lebensmittelgutschein. Die Höchstgrenze für eine Person sind 176 Euro. Und damit verhungern sie sozusagen nicht. Ja, und damit ist die Existenz gesichert. Weiterhin sagt das Bundesverfassungsgerichtsurteil auch, dass natürlich den Menschen soziale Hilfe geleistet wird, solange sie selbst bemüht sind, ihre Hilfebedürftigkeit auch zu verringern und der Gesellschaft, den Steuerzahlern wieder etwas zurückgeben. Ja, und das ist der Krux. Der Lebensmittelgutschein ist ein Teufelskreis. Sie müssen den im Grunde genommen annehmen, weil Sie sonst auch die Krankenversicherung verlieren im gleichen Moment. Und auf der anderen Seite bauen Sie damit Schulden auf, weil die Lebensmittelgutscheine ist nur ein Darlehen. Ja, und muss dann nach der Sanktion, nach den 3 Monaten, wieder mit 10% pro Familienmitglied oder man nennt das ja Bedarfsgemeinschaft zurückbezahlt werden. Das bedeutet, rechnen Sie mal nur eine Person, 176 Euro, ja, dann kommen wir schon auf rund 500 Euro, die Menschen bauen Schulden auf, die sie gar nicht zurückzahlen können. Ja, da kommt die nächste Sanktion vielleicht. Und dann haben wir diesen wirklich Teufelskreislauf. Wenn die Menschen den Lebensmittelgutschein nicht annehmen, haben sie keine Krankenversicherung. Das heißt, da bauen sie auch noch die Schulden auf. Ja, sie kommen ja erst dann wieder rein, wenn sie sozusagen ihre rückständigen Beiträge wieder bezahlt haben. Also ein wirklich in meinen Augen unmenschliches System. Die andere Seite des Lebensmittelgutscheins ist, wenn sie damit mal einkaufen gehen. Ich habe das durchprobiert, ich bin damit einkaufen gegangen, in einem Discounter. Man kann ja in der Regel nur beim Discounter einkaufen. Habe mich dort an die Kasse gestellt und habe mich nur noch geschämt, obwohl es ja gar nicht meiner war. Ja, so. Und ich hatte dann, ich glaube, Zigaretten da drauf. Und dann sagte die Kassiererin so ganz laut, ja, das geht aber nicht mit dem Lebensmittelgutschein. Ja, so, und ich, ja, also fand ich sehr, sehr, wirklich auch für mich beschämt. So, und ich habe dann die Sachen eingepackt. Ich hatte dann eine Protagonistin dabei, der gehörte der Lebensmittelgutschein. Und wir hatten vorher genau abgesprochen, was ich einkaufe, weil ich wollte das einfach, ich wollte es mal nachfühlen. Ja, wobei ich denke, dadurch, dass ich gar nicht selbst betroffen war, war das Gefühl zwar da, aber mit Sicherheit lang nicht so stark, wie wenn ich betroffen gewesen wäre. Ja, also denke ich, können wir das nochmal potenzieren. Ich wollte es nicht mehr, also ich habe mich wirklich geschämt dann und als Mensch zweiter respektive schon dritter Klasse gefühlt. Und mit dem Lebensmittelgutschein, und das ist das, was ich auch öffentlich kritisiere, können Sie keine Medikamente kaufen. Wir haben viele Erwerbslose, die brauchen Medikamente. Gehen Sie mal damit in eine Apotheke. Ja, die Apotheke nimmt es nicht an. So was machen die Menschen gar nichts. Ja, ich hatte mal einen, der war Diabetiker, der dann wirklich gefragt hat, können Sie mir das Geld leihen für das Insulin? Ja, und trotz dass er befreit war, musste er irgendwie was zuzahlen. Also hat er mir auch bewiesen, ne, wo ich sagte, wieso, du bist noch befreit. Ja. Und der war wirklich in Not. Ja, also auch, und damit sage ich, ist auch die Gesundheit der Menschen unwahrscheinlich gefährdet. Sie können auch nicht Bus fahren, ja, um irgendwo hinzukommen. Sie können keine Bewerbung damit schreiben. Sie können keine Briefmarken kaufen. Und auf der anderen Seite fordert das Jobcenter das aber trotzdem weiter. Die Pflichten für den Erwerbslosen werden ja deswegen nicht weniger. Ja, also die müssen sich trotzdem bewerben, sie müssen trotzdem zu den Vorstellungsgesprächen nur wie hinkommen. Ja. Und da sage ich, passt es nicht mehr und das ist unmenschlich. Ja, und
weitergedacht. Ja, ist es gewollt? Wird es nicht verstanden oder ist es naiv? Inzwischen sage ich, es ist gewollt. Ja, auch der prekäre Arbeitsmarkt ist gewollt, deswegen spreche ich von gewollter Armut, ohne Fragezeichen. Weil mit dem prekären Arbeitsmarkt im Niedriglohnsektor können Sie vielleicht als Alleinstehende auf dem Land leben, wenn Sie eine Wohnung haben von 200-300 €, aber nicht in Hamburg und ich weiß nicht, wie in Kassel die Mieten sind. Aber sobald die Städte größer sind, geht es in der Regel schon nicht mehr. Ja, und das muss man einfach bedenken. Gewollt ist aber, dass wir da reinschieben, ja, reinzwängen, dann, damit eben die Quote stimmt, aber damit auch tatsächlich die Zeitarbeitsfirmen bedient werden. Ja, die größeren Zeitarbeitsfirmen haben einen Kooperationsvertrag mit der BA, sehr erschreckend. Die kleinere nicht. So, und die fordern natürlich Personal, die fordern Bewerber. Ja, wenn sie keine Bewerber haben, dann greifen sie zum Trick, weil die Menschen kommen ja langsam zum Glück auf den Trick, dann bewerben sich dort eher nicht. Kommen sie auf den Trick und denken sich mal ein paar Stellenangebote aus. Gut klingende Stellenangebote. Ja, und stellen sie in das System, damit sich die Menschen bewerben. So, jetzt bewerben sich dort die Fachkräfte, die wir ja durchaus haben. Auch in den Jobcentern haben wir sie. Ja, und werden eingeladen zum Gespräch. Und im Gespräch sagt man, ja, die Stelle ist besetzt und die gibt es gar nicht. Manche sind ja noch so ehrlich. Ja, wir bieten ihnen eine Helferstelle an. So, wenn jetzt der Bewerber die Helferstelle nicht annimmt, kriegt das Jobcenter in der Regel eine Information darüber. Und dann wieder folgt die Sanktion, weil der Erwerbslose ja sich nicht bemüht hat, seine Hilfebedürftigkeit zu verringern sozusagen. Also er hat dann, wenn er eine Eingliederungsvereinbarung hat, der Vertrag zwischen Jobcenter und Erwerbslose, dagegen verstoßen. Ein großes Thema, was weiterhin natürlich in den Medien bleiben muss, ja, an dem werde ich immer dranbleiben, bis alles aufgedeckt ist und auch unbedingt aufgedeckt werden muss. Die Zeitarbeitsfirmen, die großen Zeitarbeitsfirmen haben einen sogenannten einen Online-Account. Das können Sie selbst nachprüfen, wenn Sie auf die Arbeitsagentur-Seite gehen. Ja, dort gehen Sie mal auf Arbeitgeber und dort finden Sie ein Symbol, wo Sie sich als Unternehmen anmelden können für einen Online-Account, um auf das interne System von uns zu kommen. Ja, und zwar auf die Bewerberdaten. Die sehen dann ihren Namen, halt das, was sie angegeben haben, ne? Als Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Deswegen sage ich immer, geben Sie keine Telefonnummern an und auch keine E-Mail-Adresse. Und das ist nämlich genau das, dass die Erwerbslosen sagen, ich bekomme einen Arbeitsvorschlag aus Bayern, obwohl ich jetzt in Kassel wohne. Ja, wieso kriege ich einen aus Bayern? Das ist genau der Grund, weil diese Zeitarbeitsfirmen auf die Bewerberdaten zurückgreifen können. Ja, und dann stellt man fest, ja, da passt, auch von der Berufsbezeichnung, oder wenn nicht, dann machen wir es passend. Ja, also schicken wir mal den Vermittlungsvorschlag. Wir sehen das im System in der Regel parallel, diesen Vermittlungsvorschlag. Ja, das wird gleichzeitig gebucht. Wir gucken nicht in alle unsere Erwerbslosen rein. Das ist fast gar nicht möglich, weil wir im Schnitt 300 zu betreuen haben pro Mitarbeiter. Dann aber manchmal sehen wir, haben wir dann eine Wiedervorlage und dann sehen wir es. Ja, und deswegen haben wir dann in dem Moment die Berechtigung, wenn er die Stelle nicht angenommen hat, auch zu sanktionieren. Kann es sein, dass bei diesen Zeitarbeitsfirmen diese Referenznummer etwas anders aussieht als bei den üblichen Stellenangeboten? Stückweise, ja. Also sie fangen ja immer an mit 1 und dann, ich glaube, 4 oder 5 Mal die 0 und genau. Dann kommt eine Und die sind irgendwie kürzer und anders als... Genau. Also da, wo ich mal drauf achte, wie sieht die Referenznummer aus, ja, dann wissen Sie, es ist so einer. Geplant ist, das ist auch schon am Laufen seit Juli, dass Klein- und Mittelunternehmen ebenso einen Online-Account bekommen. Ja, also die Mitarbeiter aus dem
Arbeitgeberservice, die werden jetzt rausgeschickt, die Außendienstler, um die Daten der Firma aufzunehmen, um dem Unternehmen das schmackhaft zu machen, machen sie einen Online-Account, dann kommen sie auf ihre Fachkräfte. Ja, so, und also ich sag mal, der Bereich wird eher leider noch größer. Das ist ein Projekt, was offiziell gestartet wurde jetzt und die Mitarbeiter auch entsprechend geschult wurden. Was ich davon halte, weiß ich noch nicht. Ich werde mir das natürlich jetzt angucken, inwieweit die Unternehmen das jetzt auch so nutzen werden. Ja. Gut, also, was fordere ich noch? Mehr Personal. Wir sind unterbesetzt von Anfang an, schon immer gewesen. Die Frau von der Leyen, das finde ich immer so nett, die erzählt ja in den Medien immer, ja, die Arbeitsvermittler haben genau die Fallzahl 1 zu 126. Das ist die Zahl, die kam auf die Welt mit der Entstehung der Jobcenter und im Fallmanagement 1 zu 75. Das habe ich in den ganzen 8 Jahren noch nicht erlebt. Ich selbst hatte mal über 450 Fälle auch. Aber der Schnitt liegt gut bei 300, ja, bundesweit. Also ich habe eine Kollegin, die hat in der Leistung 700 Fälle und eine hat 900 Fälle. Das liegt daran, wir haben einen sehr hohen Krankenstand in den Jobcentern. In Hamburg sind wir noch relativ niedrig mit 12-13%. In Nordrhein-Westfalen liegt bei über 20%. So, wir haben eine sehr hohe Fluktuation. Wir haben sehr viele befristete Mitarbeiter. In Nordrhein-Westfalen, auch das ist immer so mein Vorzeigebundesland, weil es da besonders krass ist, zum Teil bis zu 50% der Mitarbeiter sind dort befristet. In Hamburg sind wir sehr, sehr gut. Da liegen wir unter 5%. Das muss man auch mal loben. Das ist wunderbar, aber trotzdem zu wenig Personal. Das bedeutet, wenn die Kollegen krank sind, werden die Erwerbslose auf uns mit aufgeteilt. Und das gibt natürlich ein Problem. Ja. Wir haben Quoten, zum Beispiel die Eingliederungsvereinbarungsquote, der Vertrag zwischen Jobcenter und Mitarbeiter, das liegt immer bei 96%. Die Quote müssen wir erfüllen. Das bedeutet, wir müssen mit 96% unserer Erwerbslosen diesen Vertrag abschließen. Wer die Quote nicht erfüllt, erscheint auf der Liste, ja, die so monatlich oder alle 2 Wochen erscheint. Das sind Riesen. Und da steht die Kundennummer drauf, der abgekürzte Vorname, der abgekürzte Nachname. Und dann kommen die Spalten, was, wo, wie fehlt. Sie als Mitarbeiter haben Kundennummern? Ja, klar. Ja, deshalb kommt das auch mit den 1 zu 75 Kunden hin. Nämlich Ihre Vorgesetzten haben 75 von Ihnen Mitarbeiter. Lauter. Nee, das ist halt jetzt weg. Schade. Leider nicht. Sehr zu einfach. Und dann haben wir diese Excel-Listen. An den Vor- und Nachnamen kann man mit Glück, wenn man alle seine Erwerbslosen im Kopf hat, erkennen, wer das ist. Ja, ansonsten müssen wir wirklich die Kundennummern, ich spreche jetzt mit der internen Sprache, ja, im System eingeben und gucken, ist das unser, in Anführungszeichen, Kunde. Ja, das nimmt natürlich enorm viel Zeit weg. Was haben wir noch für eine Quote? Natürlich die Beratungsquote, ist klar. Ja, wir haben ein Kontaktdichte-Konzept. Das ist regional unterschiedlich, kann man nicht vereinheitlichen. Manche Jobcenter müssen die Arbeitslosen, die wirklich arbeitslos sind, die im Monat kommen, im Jugendbereich immer, im Erwachsenenbereich manchmal jeden Monat, manchmal alle 3 Monate, in manchen Regionen alle 6 Monate. Auch das müssen wir natürlich erreichen, dass wir die dementsprechend auch eingeladen haben. Und jetzt die Frage, haben wir die Sanktionsquote? Nein. Die hatten wir bis Ende 2007, das stimmt. Da wussten wir ja schon Anfang des Jahres, wie viel Prozent wir sanktionieren. Sehr, sehr bedenklich. Inzwischen wissen das die Teamleiter und die Standortleiter, indem sie die Listen haben, wo die Kosten gesenkt werden müssen. Ja, ist klar, die Listen haben wir Mitarbeiter nicht. Wir bekommen auch gar keine Zahl, aber wir bekommen den Druck von oben, indem die Teamleiter sagen,
die Quoten sind nicht erfüllt, ja, um was weiß ich, wie viel Prozent. Ja, das kann man dann in Quoten ausrechnen. Ich habe das auch getan. Und dann haut das auch tatsächlich hin mit den Aussagen. Gut, was wir jetzt haben, spreche ich immer von der indirekten Sanktionsquote. Ja, weil wir ja für unsere Teamleiter und Standortleiter die Zielquote nach der Zielvereinbarung erreichen müssen. Dann bekommen sie ja diese Leistungsprämie. Und die gibt es ja von Anfang an, diese Leistungsprämie, wenn die Zielquoten erreicht wurden. So, und das müssen wir natürlich dann als Mitarbeiter auch schaffen. Und hat auch durchaus Bestand für die Beurteilung nachher, ja, wenn man seine Quote erfüllt hat. Diese Leistungsprämie, das ging ja jetzt auch nochmal durch die Medien, ist nicht der BA geschuldet, das muss man wissen. Das ist die Leistungsprämie nach dem tarifvertraglichen Dienst, ja, Paragraph 15 aufwärts. Da ist sie mit integriert worden, als der BAT umgewandelt wurde. Ich sage, trotzdem gehört die Leistungsprämie aus dem öffentlichen Dienst komplett raus. Einfach aus dem Grund, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Ja, und ich sehe es nicht ein, dass wir an den Erwerbslosen noch Geld verdienen. Ja, wir werden entsprechend bezahlt, aber nochmal einen Skiurlaub bezahlt zu bekommen, durch die Erwerbslosen indirekt, ja, das finde ich jetzt nicht mehr fair. Ja. Das ist familiär. Aber ich glaube, meine Kollegen wollen das nicht so hören. Egal, ja, sage ich auch. Gut. Gut, wir haben also, ja, zur Eingliederungsvereinbarung noch ganz wichtig. Das fragen mich auch immer ganz viele Erwerbslose. Muss ich die unterschreiben, muss ich die nicht unterschreiben? Ich sage nein, unterschreiben Sie dieses Ding bitte nicht. Es ist ja an sich ein Vertrag, ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, eine zweiseitige Willenserklärung. So, wenn ich jetzt eine Kuh kaufe. Ja? So, ich gucke mir die Kuh natürlich mal bildhaft dargestellt vorher an. Wenn ich mir die Eingliederungsvereinbarung ansehe, kann ich darüber kaum verhandeln. Ja, ich kann über jeden Vertrag verhandeln, aber nicht über die Eingliederungsvereinbarung. Und deswegen stellt es in meinen Augen keinen fairen Vertrag mehr dar. Wir haben fertige Textbausteine, die übrigens auch die interne Revision bemängelt hat. Das war schon Ende 2009, Anfang 2010. Ganz stark bemängelt hat diese Textbausteine, dass sie gar nicht so geschrieben werden dürfen und trotzdem hauen wir sie rein. Also man bekommt ja gleich die groben Sanktionen mit, wenn man das nicht unterschreibt, wenn man seine Grundrechte nicht deswegen sage ich trotzdem nicht unterschreiben. Wir müssen dann eine Eingliederungsvereinbarung nach dem Verwaltungsakt machen. So, worin besteht der Unterschied? Beim Verwaltungsakt unterschreibe nur ich als Jobcenter-Mitarbeiter. Aber der größte und der beste Unterschied ist, nur diese können Sie einklagen beim Sozialgericht. Ganz wichtig, weil das andere sind Sie ja mit einverstanden gewesen. Ja, und Sie brauchen die Möglichkeit wirklich zur Klage. Das ist das A und O. Ja, ein Jobcenter darf Sie nicht sanktionieren. Deswegen, dass damit gedroht wird, ist mir bekannt, dass immer gesagt wird, ja, zu 99% findet ja eine Beratung statt, ist mir auch bekannt, diese Sätze. Ich habe ja jetzt auch nochmal eine Umfrage gestartet, ob man beraten wird oder nicht im Internet. Bisher ist es so, dass ich glaube, 6% werden umfassend beraten, um die 40% ohne Rechtsfolgeberatung. Und ich glaube, um die 36%, die bekommen das einfach auf den Tisch gelegt. Ja, so, und ein paar wenige Prozent haben gar keine Eingliederungsvereinbarung. Ja, und ein paar wenige Prozent bekommt die einfach per Post geschickt. Auch das darf man nicht, ja, weil man ja drüber verhandeln muss. Aber eben ganz wichtig ist die Klagemöglichkeit. Ja, kann ja auch sein, dass der Mitarbeiter Fehler macht. Das passiert gar nicht so wenig.
hört nicht mal, dass der Erwerbslose dagegen verstößt, sondern der Mitarbeiter. Als Beispiel, ich schicke Sie eine Qualifizierung, Sie schaffen die Qualifizierung nicht aus irgendeinem Grund und ich stelle Ihnen eine Rechnung, ja, wegen Regress. So, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und in der Eingliederungsvereinbarung steht die falsche Summe von den Weiterbildungskosten. Dann ist es mein Fehler. Ja, wenn Sie keinen Verwaltungsakt haben, habe ich Recht und Sie immer Unrecht. Ja, und das ist das Problem. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und wir Jobcenter-Mitarbeiter machen durchaus viele Fehler. Gerade bei den Sanktionen. Es gibt ja auch noch die versteckten Sanktionen. Also davon war ich lange betroffen, dass einfach mir bei dem nächsten Antrag die Heizkosten nicht gewährt wurden und ich dann so und so viel Geld weniger hatte. Und ich habe dagegen 2 Jahre lang Widersprüche geschrieben. Gut, also die indirekte Geldschutz. Ja, ja, indirekte Sanktion habe ich auch so in Widersprüchen. Genau. Ja. Ja. Ich habe auch eine Verwaltungspraktikum, wenn ich ein bisschen lauter bitte. Lauter aufstehen. Nein. Ich habe sie auch per Verwaltungsakt bekommen, weil ich sie nicht unterschreiben wollte. Jetzt ist meine Frage dazu nur, der Verwaltungsakt bezieht sich ja darauf, dass ich trotzdem das tun muss, was mein Arbeitsvermittler mir halt vorsieht. Tue ich das halt, also so hat er mir das gesagt, tue ich das halt nicht, passiert. Ja, genau das, was Sie gerade sagten. Ich bin dann halt gleich zur Erleichterungsstufe gekommen, ich hätte aber okay. Genau, also die Sanktion reduziert es damit nicht. Und die Sanktionsmöglichkeiten, die Rechte und die Pflichten bleiben dieselben. Ganz wichtig. Ja? Aber Sie können dann eben Widerspruch sowieso gehen und dann eben klagen. Sonst müssen Sie es akzeptieren. Die Schwester einfach Roland. Also ich möchte ergänzen, was ich sagen, ich bin Christoph Braun, ich bin von der organisierten Witzenhäuser Erwerbsloseninitiative. Wir haben da sehr viel Erfahrung mit, von uns hat er noch nicht einen Eingliederungsvereinbarung bekommen aufgrund unseres Vortrages. Was Sie machen müssen ist, mit dem Widerspruch sofort die aufschiebende Wirkung beantragen. Sonst kann das Jobcenter, das Ihnen den Verwaltungsakt als Eingliederungsvereinbarung geschickt hat, sofort Rechte aus diesem Verwaltungsakt abreichen. Das müssen Sie verhindern, indem Sie die aufschiebende Wirkung beantragen. Mit diesem Widerspruch den reichen Sie dann gleichzeitig ein, wenn Ihnen drohen der Sanktion als erhebliches Übel, das auf Sie zukommt, mit dem Sie nicht einverstanden sind, und versuchen, ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz nach § 86 BSGG Sozialgerichtsgesetz beim Sozialgericht gleich anzumelden. Dann wird das Sozialgericht in diesen Verwaltungsakt stoppen. Anders kommt aus, da würden wir wahrscheinlich auch nicht kommen. Ist aber immer noch besser als zu unterschreiben, da gebe ich Frau Hallmann vollkommen recht, sowas unterschreibt man nicht. Ich sage mal, wenn es ein Intelligenztest wird, wird das überhaupt keiner unterschreiben. Verzichten da auf sämtliche Rechte, die sie sonst hätten. Genau, beim Sozialgericht gibt es wohl auch ein paar Tricks so, dass man wirklich persönlich hingeht, dann geht es schneller. Oder per Fax schickt. Ja, gelagert. Per Fax, aber machen Sie einen qualifizierten Faxausdruck. Ja, Sendebericht. Weil da steht nämlich, genau, Sendebericht. Denn da steht nämlich das Datum drauf und die Uhrzeit. Genau. Weil das ist nämlich auch gerne was passiert, es verschwinden Unterlagen. Ja. Wie im Jobcenter auch. Genau. Also selbst in meinem eigenen Haus sind Unterlagen verschwunden, ja? Obwohl ich ins Körbchen im Haus reingepackt habe, sind trotzdem ein Stockwerk nicht höher gekommen. Ja? Es gehen immer wieder mal auf erstaunliche Art und Weise Unterlagen verloren. Ich habe noch nicht herausgefunden, wieso, weshalb, warum. Also, was teilweise passiert, ist, dass Post abgeholt wird in den Jobcentern für andere Jobcenter und dann landet das trotzdem im falschen Jobcenter und dort liegt es dann bei irgendeinem Kollege, der das dann irgendwann mal sieht und denkt, das gehört mir ja gar nicht. Ja, und schickt es dann zurück oder schickt es eben nicht weiter oder zurück. Ja, und deswegen, das ist mit einem Grund, warum Unterlagen irgendwie nicht auch ankommen. Ja. Im Übrigen muss man Ihnen, wenn Sie Unterlagen persönlich abgeben, Eingangsstempel draufsetzen. Ich weiß, das tun viele Jobcenter leider nicht. Wird gerne verweigert. Auch ganz viele, warum man das überhaupt will. Ja. Ja.
Dann also unbedingt immer einen Eingangsstand drauf machen lassen. Ganz wichtig, ja. Auch mit dem ganz wichtig. Achten Sie, dass das Datum stimmt. Achten Sie unbedingt darauf. Ja, das sind ja so fertige Stempel, die nicht immer aktualisiert werden. Ja, und ja, eine Kopie sich geben lassen. Ja. Bitte? Eine Kopie sich geben lassen, ja. Und darauf den Eingang stempeln. Genau, oder schon eine Kopie mitbringen, wenn Sie wissen, der Jobcenter kopiert nicht. Ja, also inzwischen lese ich auch in Hamburg immer mehr die Zettel, wir kopieren nicht. Ja, obwohl an sich eine Behörde zu kopieren hat. Begründet wird es aber leider nicht. Zu wenig Personal. Gut. Also, wir waren noch beim Personal eben, mehr Personal und vor allem bessere Ausbildung. Wir sind kaum qualifiziert, das ist leider so. Wir werden geschult auf das Sozialgesetzbuch 2, insbesondere auf die Sanktionsregelung und wie schreibe ich eine rechtssichere Eingliederungsvereinbarung. Ja, da werden wir auch intensiv drauf geschult. Alles andere ist freiwillig, wie zum Beispiel Deeskalationstraining ist freiwillig. Gab es ja eine Zeit lang nach Neuss, dann war es wieder weniger. Jetzt gibt es wohl wieder mehr und wir können auch Kommunikationstraining machen, aber eben alles freiwillig und dann sind es aber immer nur so 2-3 Tage. Das reicht in meinen Augen nicht aus, um mit Menschen zu arbeiten. Auf andere Sozialgesetzbücher, die wir ja, die für uns auch Gültigkeit haben, Sozialgesetzbuch 1, das 12er, ja, Jugend- und Kinderhilfe auch noch, dann mit Wohngeld, solche Sachen, BAföG, werden wir überhaupt nicht geschult. Ja, und das ist das Problem. Natürlich sind wir auch keine Juristen, aber ich fordere trotzdem hier schon immer eine Schulung. Wir müssen uns das selbst aneignen in der Freizeit, was man von den Mitarbeitern jetzt auch nicht unbedingt verlangen kann. Ja, vor allen Dingen, wenn man sagt, man hat eh nicht so viel mit dem Recht zu tun, ja, also keine Affinität dorthin. Wer wird eingestellt? Inzwischen sehr viel verschiedenes Personal, weil wir kaum Personal bekommen. Viele Stellen sind Monate, zum Teil über ein Jahr vakant, weil wir nicht die Bewerber haben. Man hat, also in den Kommunen ist es auch so, dass sehr häufig ein Studium gefordert wird, was an sich von Anfang an immer auch gefordert wurde. Die BR hat es vor 4 Jahren aufgegeben. Und es reicht hier eine kaufmännische Ausbildung, aber eingestellt werden hauptsächlich Sozialpädagogen, dann manchmal Juristen, dann aber auch Kaufleute, sehr häufig Versicherungskaufleute. Das ist für mich sehr aussagekräftig. Aber wir haben auch Bäcker, wir haben Metzger, ja, also wir haben alles. So, und ich sage durchaus, jeder kann quer einsteigen, aber nur, wenn er wirklich beweisen kann, er kann mit Menschen arbeiten, er kennt die Sozialgesetzbücher, ja, und er kann die auch miteinander verknüpfen und wird dann auch nochmal intern mehr als noch ein paar Tage geschult. Man muss aber sagen, dass das Das Grundgesetz spielt bei uns ja keine Rolle. Ist natürlich eine hohe Forderung, ist auch schwierig. Ja. Gut, was fordere ich noch? Solange wir diese Jobcenter noch haben, sie sind ja morgen nicht weg. Ja? Also erstmal Abschaffung der Sanktionspraxis, damit dieser Druck, die Erpressbarkeit wegfällt. Und was gibt es aber für Alternativen? Ja, ich kann ja nicht immer nur schimpfen und schimpfen. So, wo ich sage, natürlich ganz klar für mich auch das bedingungslose Grundeinkommen. So, dann fallen die Jobcenter weg. Dann haben wir 30.000 Mitarbeiter, wahrscheinlich weniger. Noch mehr Arbeitslose. Also insgesamt haben wir um 16.000 Jobcenter-Mitarbeiter, 40.000 bei den Agenturen und Regionaldirektionen und Zentrale verteilt. So, aber warum das bedingungslose Grundeinkommen? In meinen Augen erstmal aus der menschlichen Sicht. Ja, wir haben einmal nicht genügend Arbeitsplätze, die haben wir nicht. Ja, da kann man sich drehen und wenden, wie man möchte.
so, vor allen Dingen, die Arbeitsstunden gehen ja nicht runter. Ja? Und ist ja auch nicht Ziel der Gewerkschaft, dass die Arbeitsstunden runtergehen, wie man in den 80er Jahren, erinnern Sie sich noch, die IG Metall, 35-Stunden-Woche, ja, so fand ich gut. Also müssen wir den Menschen zumindest mal so eine Situation geben, dass sie wirklich ohne Angst leben und vor allen Dingen mit Würde leben können. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn wir ein Grundeinkommen haben, dass die Menschen durchaus kreativ werden. Wir werden Menschen haben, die sagen, okay, dann hänge ich mich von mir aus in die Hängematte. Ja, sollen sie tun, dürfen sie tun in meinen Augen. Ja, das heißt auch immer, die Harzer, in Anführungszeichen, wollen nicht arbeiten. Da spreche ich von höchstens 3%. Die haben wir, klar. Aber die haben wir schon immer gehabt. Die haben wir auch bei den Erwerbstätigen, die nicht arbeiten wollen, ja, die wir durchschleppen. Ja, also, auch bei den bezahlten Hausfrauen. Auch bei den, genau. Ja? Ja, und ich bin eben der Meinung, wir Menschen müssen diese Freiheit haben, um zu gucken, was kann ich jetzt wirklich meiner Berufung auch. Für mich hat immer etwas mit Berufung zu tun, machen. Ja? Mache ich mich selbstständig, entwickle ich neue Ideen, ja? Suche ich in Ruhe etwas, was meinen Qualifikationen und vor allem auch Fähigkeiten entspricht. Und mein Bauchgefühl sagt, ja, das passt. Ja, weil das Bauchgefühl, sage ich immer, dürfen Sie nicht unterschätzen. Ja, und ich merke das ja in den Erwerbslosen, wenn man sie irgendwo reindrängt, die haben wir wieder, wir haben den Drehtüreneffekt. Ja, gerade bei der Zeitarbeit, weil die Menschen kommen und sagen, ich habe sie durchgehalten, ich habe Bauchschmerzen gekriegt, ich habe Kopfschmerzen gekriegt, ganz klassische psychosomatische Erscheinungen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt 5 Stunden Schrauben sortieren, würde ich, glaube ich, auch irgendwann Bauchschmerzen bekommen. Ja, so. Und das ist das, wo ich immer sage, Leute, hört auch ein bisschen mal auf euren Bauch. Ja. Und ich bin der Meinung, mit dem Grundeinkommen dürfen die Menschen das, vor allem sie dürfen es einfach legal, ja, ohne in irgendeine Ecke gedrängt zu werden. Das finde ich ganz wichtig, ohne stigmatisiert zu werden. Ja, jeder, der ja jetzt nicht arbeitet, wird ja automatisch stigmatisiert. Ja, du bist nicht fleißig genug, deswegen kriegst du keinen Job. Ja, du bist zu alt, du bist über 45, ja, auch eine Stigmatisierung. Du hast keine 5 Studiengänge, auch eine Stigmatisierung. Ja, und das passiert halt im Grundeinkommen überhaupt nicht. Auf der anderen Seite haben wir millionenfache ehrenamtliche Mitarbeiter irgendwo. Die brauchen wir, das stützt unsere Gesellschaft, ist einfach so. Und auch die, bin ich der Meinung, sollen entlohnt werden. Ja? Wir haben die Hausfrauen, ja? Kindererziehen ist in meinen Augen Arbeit. Ja? Also, selbst wenn das Kind gut mitläuft, das ist Arbeit. Ja? Als Mutter ist man ja immer Seelsorger, man ist Taxifahrer, man ist Lehrer, man ist Krankenschwester, man ist Putzfrau. Ja, man ist ja wirklich alles. Ja, und man braucht ein gutes Zeitmanagement. So, und auch das, bin ich der Meinung, muss entlohnt werden. Genau. Lauter. Ja, Pflege der Familienangehörige, was ja in den Jobcenter nicht gerne gesehen wird, was wir aber anzuerkennen haben, ganz wichtig. Ja? Also das müssen wir anerkennen. Und trotzdem wird immer mal gesagt, ja, können Sie nicht jemand anders finden oder alles anders organisieren, dass Sie dann arbeiten gehen können oder zumindest Teilzeit arbeiten gehen können. Ja. Legen Sie mal einen demenzkranken Menschen. Da können Sie im Grunde noch nicht mal eine Stunde raus. Ja, so ist es einfach. Ja. Und das wirklich, ich sage, menschlich gewährleistet. Und wenn ich sehe, wie im Grunde genommen die Automatisierung weiterläuft, auch innerhalb der Jobcenter, ja, werden Stellen abgebaut, weil wir jetzt die elektronische Akte bekommen. Ja, das heißt, wir archivieren nicht mehr Papier, sondern elektronisch, das ist ja ausgesourced worden, das machen ja Drittanbieter, ja, und dementsprechend wurde auch schon Personal reduziert in dem Bereich. Ja, und das ist ja nicht der einzige Bereich, der so bleiben wird. Ja, das müssen wir einfach wissen. Über die Finanzierung, ich bin kein Finanzexperte, das werde ich auch nicht.
bin ich der Meinung, auch über die verschiedenen Modelle, die wir derzeit haben, die muss man nochmal alle zusammen irgendwie zusammenschmeißen sozusagen und wirklich Experten auch ran, um da auch nochmal zu gucken, wie und was. Ja, für mich ist es aber nicht nur eine Illusion, sondern auch eine Vision, die mit Sicherheit nicht auch nicht morgen stattfinden wird und auch nicht nächstes Jahr, die es aber lohnt, unbedingt weiter voranzutreiben. Ja, ich bin im, ich glaube, irgendwie Anfang Oktober bis Mitte Oktober auch in Basel, dann beim HEMI, dort bei der Initiative Grundeinkommen, weil ich eine Süddeutschlandreise mache und auch dort Vorträge mache. Da habe ich natürlich auch gesagt, gehe ich auch rüber nach Basel, auch in meine alte Heimat, ja, und treffe mich mit denen dort. Mal gucken, was macht die Schweizer Initiative. Dann, die werden ja jetzt am 4. Oktober, wollen wir die Initiative einreichen. Hat mir der, wie gesagt, ja, den habe ich letztes Wochenende in Berlin getroffen. Genau, und da habe ich nochmal mit ihm unterhalten. Gut, was gibt es noch für Alternativen? Die repressionsfreie Mindestsicherung wäre auch eine Möglichkeit, aber mindestens eben von 1.000 Euro. Mindestens in Großstädten noch ein bisschen mehr. Ja. Oder als allerletzte Alternative das alte System. Ja, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe. Ja. Wobei wir hier die Sozialhilfe reformieren müssen unbedingt. Aber die Arbeitslosenhilfe, die hatte zumindest, war immer noch abhängig von dem, was man verdient hat. Ja, das Arbeitslosengeld 2 ist ja so, dass sie ja 20.000 Euro verdienen können vorher. Ja, und dann kommen sie in Hartz IV und kriegen trotzdem nur noch diese 382 Euro, unabhängig von dem, was sie vorher hatten. Ja, und das, ganz einfach gesagt, finde ich ungerecht. Da war die Arbeitslosenhilfe weitaus gerechter, auch wenn sie weniger war. Ja, als das Arbeitslosengeld. Aber die Menschen standen nicht unter Druck. Es gab damals auch die Sanktionen in Form der Schwere. Ja, genau. Ja, es wurde das Vermögen wurde nicht angerechnet. Vor allen Dingen, es wurde nicht der Partner mit Zwangsreise genommen. Ja, das heißt, der Partner war ja auch noch unabhängig. Ja, ob verheiratet oder nicht. Ja, und das ist das, wo ich sage, damit konnte man wirklich noch eben überleben und auch noch leben. Ja, jetzt ist es ja ein Existenzkampf. Das kann es nicht mehr sein. Es wird einem ja quasi auch verboten, mit Menschen zusammenzuziehen, also sprich in irgendwelche WGs, weil das dann gleich eine Bedarfsgemeinschaft ist und die dann mitveranstaltet werden. Das ist unterschiedlich. Eine WG, eine Wohngemeinschaft ist eine Haushaltsgemeinschaft. Ja? Darf nicht als Bedarfsgemeinschaft gesehen werden. Ja, man muss da aufpassen, ich kenne solche Fälle, wo das dann trotzdem so gesehen wird. Ja, gerade wenn eine junge Dame oder ein junger Mann zum anderen Geschlecht als WG einzieht, dann heißt es gerne immer wieder mal, ja, sie sind ein Paar. Ja, wird das so unterstellt. Und dann müssen die einen Gegenbeweis bringen. Deswegen sage ich immer unbedingt, Untermietvertrag oder zwei einzelne Mietverträge, ja, getrennte Kühlschrankfächer, ja, die Zahnbürsten getrennt. Ja, so, weil es wird ja durch den Außendienst auch zum Teil sehr streng kontrolliert. Ja. Ja, und der Außendienst, der ist ja immer so nett und kündigt sich nicht an. Die stehen ja einfach vor der Tür. Ja, und dann haben sie den Fuß in der Tür so, und sagen, wenn sie sich einlassen, dann werden ihre Leistungen bewilligt. Ja, was übrigens nicht erlaubt ist. Ja, ganz, ganz wichtig ist, ja, man darf die Tür wieder zumachen. Ja, ich muss sie eher nicht einlassen. Darf ich nur mal in so einem Fall und in einem anderen Fall fragen, wenn dann doch Leistungen gekürzt werden, das ist doch eigentlich Nötigung, wenn sie auf keiner Rechtsgrundlage basieren. Und da kenne ich auch einen anderen Fall. Man schließt zwei Einwilligungsvereinbarungen ab, weil man gezwungen wird, die über den gleichen Zeitraum gelten. Ist im Gesetz gar nicht vorgesehen. Sie kennen ja den Sprachgebrauch, mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen soll eine Einwilligungsvereinbarung abgeschlossen werden. Nicht muss, soll und eine. Wenn so Rechtsbeugung begangen wird, kann man dann nicht Strafanzeige beim Amtsgericht wegen Nötigung stellen oder irgendwas anderes oder Existenzgefährdung?
dass man der Behörde damit auf die Schliche kommt, zumindest formell, unabhängig von dem, was das Gericht dann entscheidet. Weil das passiert, das ist ein Fakt, das passiert nicht nur dreimal oder zehnmal, das passiert bestimmt tausende Male. Genau, das passiert. Ich kenne solche Anzeigen, ich kenne aber noch nicht keinen Fall, was durchgegangen ist, diese Anzeigen, ja? Weil wir kein Verwaltungsrecht mehr haben in dem Sinne, sondern nur das Sozialrecht. Das ist ganz gut. Ich hätte gerne nochmal zu diesem Hausbesuch. Wird schwierig. Zu dem Hausbesuch würde ich gerne nochmal fragen. Also wenn, das sind dann wahrscheinlich zwei Personen. Ja. Ein männlich, einmal weiblich? Unterschiedlich. Und wenn ich oder wer auch immer die jetzt nicht reinlasse, also mich dem Psychodruck jetzt nicht beuge, dann gehen die wieder weg. Und wie geht es dann weiter? Unter welchen Bedingungen dürfen sie dann doch irgendwann mal? Das passiert, bis sie dann doch mal in dürfen genau, und zahlen da, und in Schränke gucken. Genau, in der Regel kriegen sie dann einen Brief, ja, so kenne ich die Fälle, dann, aber im Grunde genommen dürfen sie nicht. Das ist wichtig. Ja, Sie brauchen niemanden reinlassen. Mhm. Aber wenn der Brief dann kommt, dann sage ich, nee, ich bin nicht da, ich vereinbare keinen Termin und weiter. Das kommt ja auch an, weshalb. Können die dann irgendwann mal mit Polizei ankommen? Habe ich auch schon. Also Sie müssen jetzt unterscheiden. Wir haben ja immer wieder Fälle, da beantragen die Menschen eine sogenannte Erstausstattung. Ja, also Teppichboden oder einen Schrank oder einen Tisch. Und dann guckt der Außendienst, ob sie es wirklich nicht haben. Dann würde ich sie auch reinlassen. Ja, ganz wichtig. Wenn die jetzt aber kommen ohne Anmeldung, aufgrund dessen, dass vermutet wird, dass sie in Lebensgemeinschaft mit jemandem leben, dann würde ich aber gegen angehen. Gut, und dann haben sie sich angemeldet nächstes Mal. Und dann sage ich trotzdem, okay, aber ich möchte keinen Besuch empfangen. Sie jedenfalls nicht. Ja, weil in der Regel reicht die Meldebestätigung auch aus. Ja, wie sind Sie gemeldet bei der, beim Einwohnermeldeamt? Ja, also ich darf Sie eigentlich behandeln wie die GEZ. Ne? Dann Sie mich an der Tür fragen, guten Tag, Herr Schneider. Und dann sage ich, guten Tag, wer sind Sie? Und dann muss er mir seinen Namen sagen und dann sage ich, zu wem wollen Sie? Sagen Sie zum Herrn Schneider. Meine ich, Herr Schneider ist nicht da. Also ich lasse mich nicht betölpeln und sage, und es geht, muss doch nicht, ich muss ja keinen Personalausweis zeigen. Also der Außendienst muss auch einen Ausweis vorzeigen. Genau, aber ich nicht. Nein. Ich nicht, denn der sagt, guten Tag, Herr Schneider. Ich kenne das ja von der GEZ. Dann weiß ich, werde ich so tun, als wenn der Herr Schneider nicht da ist. Ich werde, Moment, ich gehe mal rein, guck mal, ob der Herr Schneider da ist, sage ich dann. Und dann komme ich wieder an und sage, nee, der Schneider ist nicht da. Ich ende jetzt hier mal, Sie dürfen aber noch Fragen stellen oder auch Diskussion, also Diskussion starten. Was ich nicht leisten kann, auch nicht darf, ist Einzelfallberatung. Ja? Weil ich kenne den Fall, ja, muss auch immer dann wirklich die Unterlagen sehen und sonst was. Ja? Wenn Sie aber eine Frage haben, was man allgemein so ein bisschen stellen kann oder für alle interessant ist, formulieren, versuchen Sie es so ein bisschen zu formulieren. Was mich nochmal interessiert wird, es gibt ja mittlerweile zum Glück genug Beratungsstellen oder dann nicht genug, ich glaube genug, da können wir noch ruhig mehr geben, aber es gibt schon einige. Wie kann man denn, ne, so was Sie erzählen von den Sachbearbeitern, die sind ja genau dazwischen. Die Antragsteller kommen, haben Hals auf sich und der Chef kommt von oben und sagt, die Sanktionsgründe reicht nicht. Leute, keiner will jetzt deinen Arbeitsvertrag. So sieht es ja aus, wenn ich nur befristet beschäftigt bin. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass man diese Leute unterstützt, dass es eben nicht nur sie gibt, sondern dass man andere im Grunde stärkt? Kann ich dann eine Pinnwand machen und hier, das ist der Sachbearbeiter des Monats, gewählt von den in Anführungsstrichen Kunden? Also was kann man da machen? Also ich bin selber in der Beratung tätig, ich kenne auch Sachbearbeiter, die stellen die Bescheide falsch aus. Wo ich dann halt gesagt habe, naja, ist ein bisschen schwierig bei einer Rechnungsprüfung, könnte das zurückgefordert werden. Ich habe dann angerufen bei der Sachbearbeiterin und die hat dann gesagt, ja, ich weiß Bescheid, das Telefonat hat nie stattgefunden. Solche Leute gibt es ja auch. Aber wie kann man die denn, was gibt es für Möglichkeiten, dass die nicht kaputt gemacht werden von außen? Ja, das ist ganz schwierig. Also ich habe ja Kollegen bundesweit, die mich unterstützen. Das sind auch die, die man in den Medien sieht, gepixelt im Fernsehen oder anonym in den Berichten. Ja, auf die kann ich zurückgreifen, auf jeder Ebene. Das Problem ist, die haben Angst.
Ja, die Mitarbeiter haben einfach Angst vor Mobbing, vor Bossing, vor nicht entfristet zu werden. Sie sehen es ja auch an meinem Fall, diese Pressemitteilung über mich, wo ich ja so diffamiert werde, war im Grunde genommen eine Warnung an meine Kollegen. Ja, so sehe ich das, dass es ganz klar hieß, wenn ihr euch so verhaltet, geht es euch so wie mit Frau Hannemann. Ja, ich habe sie ja noch nie mal persönlich genommen. Ja, ich fand sie eher witzig so, und war die beste PR, die mir passieren konnte. Deswegen lasse ich sie auch gerne stehen. So, und wenn ich mit den Kollegen spreche, die haben einfach Angst, oder wenn sie mir schreiben. Ja, also ist ganz, ganz schwierig. Wir haben ja die Personalräte in den Jobcentern, in den Agenturen für Arbeit. Manche sind sehr aktiv und versuchen da zu unterstützen. Manche sind weniger aktiv, weil sie auch Angst haben als Personalrat. Wir haben die Treffen der Mitarbeiter bei Verdi. Da läuft aber nicht so viel, ist meine Erfahrung. Auf jeden Fall habe ich selbst noch keine Aktion erlebt, was darüber gemacht wird für die Mitarbeiter, ja, außer vielleicht mal ein Schreiben, aber dann geht es eher darum, um Lohnerhöhung, diese Tariferhöhung, wenn man dann streiken soll, was ja jedes Jahr ist. So, und ich habe es auch schon überlegt. Ja, also was man natürlich versuchen kann, ist sie unter dem Schutz auch der vielleicht der Gewerkschaft zu stellen, von Verdi, auch die, die nicht in der Gewerkschaft sind. Ja, wobei viele sind gewerkschaftlich orientiert, um sich dann mal an einen Tisch zu setzen. Wäre da nicht noch was mit der Berufsgenossenschaft, wenn ich einfach mal denke, der Sachbearbeiter, er soll offiziell 121 Stellen haben, manchmal hat er bis zu 450. Da komme ich doch meiner Fürsorgepflicht gar nicht mehr. Ja, wir können das Arbeitsschutzgesetz nehmen. Ja, ja. Das wäre auch noch was. Genau. Ja, das muss der Mitarbeiter dann aber initiieren, über eine Anzeige starten. Aber von außen muss ich nicht. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Es ist auch nicht gewollt, sage ich. Ja, kritische Mitarbeiter sind nicht unbedingt erwünscht, aber sehr abhängig vom Standortleiter. Ein Jobcenter fällt nicht neben dem Standortleiter. Das ist es einfach. Wenn ich einen menschlichen Standortleiter habe, kann ich ganz viel machen als Mitarbeiter. Ja, ich hatte zum Beispiel bis im Winter eine hochempathische Teamleiterin, die meine Arbeit mehr als 100% unterstützt hat, die versucht hat, im Team klarzumachen, die jungen Menschen brauchen eine zweite, eine dritte Chance, nicht durchkam. Wunderbar. Ja, danach kam jemand anders, wie umgedreht. Nichts war möglich. Ja. So, es gibt auch Standortleiter, die sagen, wir bewilligen gar keine Qualifizierung. Es gibt jetzt auch keine Bewerbungskosten. Ja, so, ich kenne Erwerbslose, die ziehen dann wirklich von einem Stadtteil zum anderen, weil es heißt, da ist das Jobcenter netter. Also, ja, und das zeigt ja im Grunde genommen nur die Schwammigkeit der Sozialgesetze, also des Sozialgesetzes 2. Ja, dass da überhaupt keine Regelung drin ist. Und das macht die Mitarbeiter unsicher, aber es macht natürlich auch die Erwerbslosen unsicher. Ja, weil der eine Erwerbslose hört, wieso ich das bekomme, ist doch gar kein Problem. Der andere Erwerbslose hört aus einem anderen Jobcenter in der gleichen Stadt, bei mir wurde es abgelehnt. Ja, und keiner weiß den Grund. Ich sagte vorhin, dass eine WG eine Wohngemeinschaft, eine Haushaltsgemeinschaft ist. Wenn ich aber nicht verwandt oder nicht geschwägert mit meinem Mitbewohner bin, wie hängt das dann zusammen? Genau, dann ist es die Haushaltsgemeinschaft. Das heißt, jeder lebt für sich. Genau. Nicht jeder steht für jeden ein. Jeder steht für jeden ein, das ist die Bedarfsgemeinschaft, ja, wo dann alles zusammengezählt wird. Aber in der WG lebt ja jeder für sich. Und so muss es auch berechnen. Okay, und wenn in dem Antrag trotzdem dennoch immer noch Haushaltsgemeinschaft vorgegeben steht, also ich nein, jetzt. Durchstreichen, korrigieren. Worauf ich noch halte, ich liebe gerne, dass bei mir im Antrag halt steht, dass ich eine Wohngemeinschaft habe. Ja, keine genau. Ja, richtig. Ja. Du darfst Haushaltsgemeinschaft ist, wenn man mit Angehörigen zusammen ist. Oder mit WG. Ja, das ist dann, genau. Also WG ist Wohngemeinschaft, ja. Haushaltsgemeinschaft mit Angehörigen und Lebensgemeinschaft mit einem Partner. Genau. Mir geht bei mir nur darum, dass bei mir immer noch Haushaltsgemeinschaft steht.
kann ich das irgendwie einfordern, dass nein, man muss in eine Wohngemeinschaft, denn das ist ja eine Wohngemeinschaft. Auf dem Bescheiden steht nur Haushaltsgemeinschaft oder Bedarfsgemeinschaft. Ja, könnte sie dann schadenfrei Haushaltsgemeinschaft durchstreichen und Wohngemeinschaft handschriftlich hinzufügen. Kann sie das dann schadenfrei tun? Na also. Hier hat sich jemand ganz lang schon gemeldet. Ja. Frage zur Eingliederungsvereinbarung. Sie haben vorhin gesagt, nicht unterschreiben. Und dann sagen die doch ganz klar, das ist eine Leistungsvereinbarung, wenn die Leistung gestrichen. Nein, dann muss der Mitarbeiter eine Eingliederungsvereinbarung im Verwaltungsakt erstellen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Ja, das ist das Wichtige. Was bedeutet das für den Betroffenen? Dass sie dann die Eingliederungsvereinbarung einklagen können, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Muss die Klage dann sofort erfolgen? Wir dürfen, wenn Sie die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben, die klassische, die beidseitige heißt es ja, ja, nicht sanktionieren und Sie auch nicht dazu zwingen. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben ganz am Anfang Ihres Vortrags gesagt, dass Sie ein Papier über die Sanktionspraxis kennen mit 130 Seiten. Ja. Jetzt bin ich ja durchaus neugierig, diese 130 Seiten mal zu lesen. Das wäre meine erste Frage, wo finde ich die? Zweitens könnte ein Interessenverband bei der BA, wenn es von denen ist, die Herausgabe, diese Veröffentlichung dieser dienstinternen Anweisungen erzwingen, erklären. Und die zweite Frage, die belastet mich mehr, das ist die sogenannte E-Akte. Ich befürchte einiges an Undurchsichtigkeit. Wir haben jetzt schon Auseinandersetzungen vor Gerichten gehabt oder darüber gelesen, wenn ein Mitarbeiter eines Jobcenters sagt, wir haben keine E-Akte und tatsächlich werden aber Ausdrucke dem Gericht vorgelegt aus irgendwelchen Dateien, die der Leistungsempfänger nie im Leben gesehen hat, alle Vermerke und was weiß ich alles. Mit E-Akte ist ja was anderes gemeint. Offenbar, dass auch meine Briefe, wo ich nie zugestimmt habe, eingescannt und digitalisiert und dann frag mich nicht wegen zu lesen zu tun. Es unterbleibt, das ist eigentlich auch die Hauptfrage, es unterbleibt die rechtliche Belehrung, dass so vorgegangen wird. Die Frage wäre, würden Sie Menschen empfehlen, von selbst aus den Mitarbeitern im Jobcenter zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, dass meine an Sie abgesandten Briefe bei Ihnen durch eine dritte Firma eingescannt werden? Oder ist das ein Gegenmittel? Okay, also diese Papiere über die Sanktion finden Sie nicht im Netz und nicht öffentlich, ja, weil das ja sogenannte Weisungen und Arbeitshilfen sind, das muss die BA nicht veröffentlichen. Ja, es sind ja keine Handlungs- und Geschäftsanweisungen. So sind sie eben nicht betitelt. Ja. Und deswegen sind sie nur intern, ja, die wir immer bekommen. Wenn Sie sie beantragen wollen, werden Sie mit Sicherheit sie nicht bekommen. Ja, Sie können es versuchen. Dann, wir haben es auch schon, also ich habe sie, klar. Aber wir haben einen Versuch gestartet über eine politische Partei, dann hat sie auch nicht bekommen. Stattdessen wollen wir sie beantworten. Ja, in Form auch einer kleinen Anfrage. Betreffend der E-Akte, die Jobcenter haben sie noch nicht, das kommt. Ja, das ist jetzt nochmal verschoben worden, die Agentur für Arbeit arbeitet damit bereits. Der Datenschutz des Ministeriums für Arbeit und Soziales hat ihm zugestimmt, sie hat keine Bedenken. Ja, und deswegen ist das so okay für die BA. Nicht für mich. Ja, klar. Ich würde aber trotzdem sagen, dann lieber die Papiere vor Ort abgeben im Moment, wenn das möglich ist. Ja, weil zum Beispiel eben auch ärztliche Atteste eingescannt werden, Gutachten, wenn sie schicken. Ja. Man sagt zwar, die Mitarbeiter, die das dann machen, haben da keinen Zugriff drauf, das sehen sie nicht, aber man sagt es. Wir haben auch kein NSA.
Wie soll man das einscannen, wenn man nicht weiß, wie man es hinlegen muss auf dem Scanner? Wenn man es schief hinlegt. Ja, das macht anscheinend eine Maschine. Ja, ich kenne es nur ohne. Wir machen Pause, höre ich mal. Weil meine Erfahrung ist, dass wirklich nach so 2,5, 3 Stunden ist der Kopf rum, ja, bei den Zuhörern. Also ich kann auch 5 Stunden reden, so, aber dann überfordert sie wirklich. Ja. Ich bin, seit ich freigestellt bin, habe ich keine Uhr mehr. Tatsächlich, jeden Tag habe ich meine Uhr abgelegt und habe sie noch keinen Tag vermisst. Ja. Okay, wir fangen an. Kann man Rechnung für 3 Minuten investieren in das Projekt? Also mal angenommen. An die Bundesagentur für Arbeit? Habe ich auch schon überlegt, ja. Ich hoffe, dass die Verfassungshilfe das sind. Wer, ich? Nein, das Jobcenter. Ja. Also die Migrationstechnik. Dann könnte man ja theoretisch auch selber ein Unternehmen gründen, was dann sozusagen die Ab-, also die Wiederherstellung von Recht. Also honoriert. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein. Weil ich warte immer auf die Fälle, die beim Bundesverfassungsgericht durchkommen und die Entscheidung. Ja, es liegen ja Fälle da, das ist mir bekannt. Genau. Und ich warte auf meinen eigenen Fall. Ich will da ja auch hinkommen. Ja, ich wollte mal fragen, welches Jobcenter in NRW steht 100% hinter Sie? Es sind diverse, ich darf Sie nicht sagen, leider. Nee. Weil dann nämlich wirklich die Geschäftsführung Stress bekommt. Ja. Es ist, ja, ich darf Sie nicht sagen. Machen Sie anders. Aber ich kann Sie jederzeit kontaktieren. Negativ. Und ich kann auch nicht fahren. Nicht also, die andere Frage zu Datenaktionen. Vollkommen. Ist das ein Verdacht oder? Ja, Sie haben erzählt, Sie werden abgehört oder wurden als Vollkontrolle, auch die Telefongespräche wurden mit abgehört. Das ist ein Verdacht oder? Nein, das ist bewiesen, kann ich beweisen. Bei der Arbeit abgehört? Ja. Also intern? Intern. Also nicht als Qualitätskontrolle, dass man gesagt hat, wir würden nicht spielen. Ich habe Schutz auch beim Datenschutz, ist klar. Ja, okay. Genauso wie ja auch ich auf Facebook schon immer verfolgt wurde. Das ist nur intern. Ja, und ich da auch Screenshots gemacht werden. Auch schon vor meiner Freistellung. Oder in den Erwerbslosenforen bin ich ja auch vertreten. Wer hat denn dann für sowas Zeit? Gibt es da eine extra Stelle? Ich glaube, inzwischen haben sie Stellen eingerichtet. Ja. Dann, ich weiß es gar nicht, ob es dafür extra Stellen gibt. Ich weiß aber, es wird gemacht in der Mitarbeiterin. Also ich bin gar nicht die Einzige, wo das gemacht wird. Das ist ja Stasi hier. Ja. Die Mitarbeiter einer BA oder Jobcenter sitzen ja im Grunde genau im gleichen Boot wie die Hartz-IV-Empfänger. Das ist doch dasselbe. Genau, das ist das, was ich immer sage. Es sind beide Schreibtischseiten. Ja, wir bekommen den Druck von oben. Dann, und wenn wir dem nicht folgen können, wir haben ja nicht entfristet oder wir bekommen nicht die entsprechende Beurteilung oder wir bekommen diese hochgefürchteten tatsächlich 4-Augen-Gespräche. Und als Fortsetzung, das hört sich an für mich so dieses erste Schreiben mit den Zielfügungen, das hört sich an wie ein Versicherungskonzern. Eigentlich ist es so eine Drückerkolonne. Ja? Also immer so eine Drückerkolonne motiviert, weiterzuschauen. Genau. Erfolge zu machen. Wer es nicht macht, geht da drauf und kriegt die Urteile.
sehr schlechtes Menschenbild, was wir überhaupt so ja, das kann ich unterstützen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, braucht auch die BA ein sogenanntes Controlling-System. Das ist klar. Das braucht jeder. Ja? Es ist nur die Frage, wie setze ich die Gewichtung? Und die Gewichtung ist derzeit so, dass 80% quantitativ berechnet wird, das heißt wirklich auf Zahlen. Und deswegen sage ich, die BA arbeitet nur nach Zahlen. Ja, und ich sage, die Gewichtung muss anders sein, qualitativ muss höher. Ja, also 50-50 am liebsten. Weil wir können, gezählt wird ja hauptsächlich die Integrationsquote. Das ist das A und O. Ja, wie gut integriere ich einen Menschen? Unabhängig der Dauer. Und wenn's, weil es reicht ein Tag. Ja, und dann wird schon gezählt. Und das ist primär die wichtigste Quote. Aber ich sag mal, die BA wird ja von Menschen geführt, das sind Controller, ja, die haben das studiert. Wir haben einen großen Vertreterkreis im Vorstand, als auch Standortleiter, Geschäftsführer, Regionaldirektion. Da kommen die Mitarbeiter aus jahrzehntelanger Erfahrung von der Bundeswehr. Ja, also der Vorstand, der weiß sie ja selbst auch. Er war ja jahrzehntelang bei der Bundeswehr auch und rekrutiert auch da sein Personal heraus. Der Einfluss von Roland Hader in der mittlerweile machen. Kriege ich leider wenig mit. Ja, ich setze jetzt ein bisschen Hoffnung auf die Annelie Bundenbach. Ja, die ist jetzt Vorsitzende vom Verwaltungsrat. Vorher war es ja der Herr Kleber. So, und die Frau ist tough. Ja, definitiv und sehr sozial. Und wie ich auch gehört habe, lässt sie sich auch nicht im Mund verbieten intern. Wie weit sie jetzt aber wirklich ihre Interessen vertreten kann, ihre persönlichen, das muss ich noch evaluieren. Ja, und zwar melde mich schon seit längerer Zeit, schon lange vor der Pause. Und zwar zum einen, wenn man ein Telefongespräch führt mit einem von der BA, das ist ja meistens schwer möglich, aber kann man dabei nicht sagen, zum Beispiel, ich zeichne das Gespräch auf und dann weiterreden, also vorher ankündigen, dass man das Gespräch dokumentiert, gute Idee, aufzeichnet. Und zum Zweiten, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, zu jedem Gespräch, persönlichen Gespräch, einen Zeugen mitzunehmen. Und dann frage ich aber zusätzlich noch, kann man dann nicht zu dem, das geht natürlich jetzt gegen die Mitarbeiter, das ist natürlich für die natürlich totaler Stress. Das ist natürlich, aber beide sitzen ja eigentlich auf der gleichen Seite, weil die ja auch Hire and Fire und auch so unter Druck gesetzt werden und auch nicht besonders gut bezahlt werden. Aber trotz allem, jetzt einfach nur von dem Arbeitnehmer aus, der in der lebensbedrohlichen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Position ist, im Jobcenter, dann auch mit Zeugen, ganz oder ohne Zeugen zu sagen, ich zeichne dieses Gespräch auf und dieses, was man dann sagt und ihn fragt, ob er damit einverstanden ist, das alles mit aufzeichnen, um einen Beweis zu haben. Genau, Sie müssen immer fragen und werden in der Regel nur ein Nein bekommen. Und dann kann man doch eigentlich die Kommunikation letztendlich einstellen und dieses Nein darf man doch aufzeichnen. Nee. Sie können aber Wortprotokoll machen. Sie können mitschreiben oder Ihr Beistand schreibt mit. Ja, das können Sie machen. Ja, auf jeden Fall hat man, da muss man einen Stereotypisten dabei haben. Ist oder jemand, der auf einer Laptop-Tastatur gut schnell schreiben kann. Ja, sehr langsam schreiben. Das ist ein Ich kann immer alles als Mitarbeiter. Ja, ich kann immer sagen, das hat meine Kollegin nie gesagt. Ja, ja klar. Ich habe das tausendmal erlebt. Und der zweite Punkt ist, ich habe schon zwei Einschreiben geschickt, eins sogar mit Rückschein, und beide sind bei der Post verloren gegangen. Ich habe dann 15 Euro, aber der ist bei der Post fehlgeleitet worden und ist gar nicht angekommen. Und die Information habe ich erst 6 Wochen, nachdem ich es abgeschickt habe, bekommen. Ich habe dann nachgefragt, aber ich wusste nicht, wo der Brief ist und ob der angekommen ist. Das heißt, und da waren die Fristen schon längst abgelaufen.
in dem Fall, wenn du das nachweisen kannst, wieder bei der Bundesanstalt für Arbeit oder bei der Jobcenter sagen, wieder in den Vorgestand zurücksetzen verlassen. Ja. Ah ja, dann gibt es die Möglichkeit, ein richtiges Schriftstück vom Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen. Das ist gar nicht teuer, ich glaube, das kostet 15 Euro. Und das ist, da ist auch der Inhalt des Briefes, den man überstellt, von dem Gerichtsvollzieher, sozusagen rechtskräftig. Gehen Sie doch hin, dann sind die Durchschrift anstellen. Ja, klar. Aber wenn Ja, selbstverständlich. Aber wenn ich, weit weg bin und das nicht machen kann, persönlich da vorbeizukommen, dann kann ich auch ein Gericht vollziehen. Ich will euch ein Freundchen schicken oder ihr Partner. Ja. Man kann es auch mal ein Antwort abgeben. Okay, also mit Stempel und Unterschrift. Und falls es jetzt zu spät ist für den Einkauf, dass es nur ein Einlauf gab, dann soll man ein Video davon machen. Was soll denn jetzt? Und kann hier das Einlauf. Ein bisschen lauter. So, die nächsten zwei Wortmeldungen hier, dort und dann die junge Dame. Also, ich wollte so eine Art Appell loswerden. Aber ich denke, heute Abend wird das total klar, wie scharf der Bedarf nach so Vernetzung und Beratung ist unter Erwerbslosen. So. Und das wird noch nicht nur heute Abend klar, das ist mir auch schon vorher klar geworden. Und gleichzeitig weiß ich, dass es in Kassel mehr als ein Angebot gibt von Netzwerken und Selbsthilfegruppen für Erwerbslose, die aber witzigerweise zum Teil gar nicht so gut besucht sind. Und das wäre auch nochmal so mein Appell an die Runde hier, dass man sich untereinander einfach auch hilft und vernetzt und austauscht und sich kennt und nicht alleine bleibt. Vorne an den Tischen liegen auch so Broschüren aus, zum Beispiel der Sozialkompass für Kassel. Da sind auch diese Adressen aufgeführt und das ist eigentlich auch das, was ich mir in dieser Gesellschaft wünsche, dass Personen, die davon betroffen sind, erstmal konkret sich auch helfen und aber auch in der Öffentlichkeit irgendwie sichtbar werden und einfach auch sich äußern und eine normale Pressemitteilung schreiben, wo drin steht, hier in Kassel passiert das und das und so. Und das vermisse ich in Kassel wirklich sehr irgendwie und das wollte ich nur noch mal so loswerden in dieser Runde hier. Wir reden ja immer nur über die Folgen einer Reform, die ja ihre Ursache im Jahre 1959 hat. Und das war die Rentenreform. Das war der sogenannte Generationsvertrag, den es ja nicht gegeben hat. Ja. Da ist die Rentenkasse aufgelöst worden. Ja. Und die nachfolgenden Generationen müssen das alles jetzt bezahlen. Und das nächste ist ja, dass ab 1960 von den Schulbeamten kein Cent zurückgelegt worden ist. Ja? Also das sind die Lasten, die wir heute zu tragen haben. Das ist die eigentliche Ursache. Und alles andere, was wir hier jetzt geredet, das sind ja nur die Folgen. Und das Dritte, was ich sagen wollte, also da würde ich auch mehr Verantwortung von denen wünschen, die heute in den Genuss dieser Pension und Rente kommen. Und als Drittes möchte ich noch sagen, weil das ja über Ihre Aussage war, wie soll das eigentlich finanziert werden? Haben Sie zwar gesagt, wie ich das jetzt sage, aber das ist doch ganz einfach. Es gibt einen Kirchenzuschuss, der heißt 10R. Da können Sie bestätigen, dass es 20 Milliarden Euro jedes Jahr für die Kirchen gibt, ohne Nachweis eines Verwendungszwecks. Da sind doch die Gelder, die an uns alles vorbeigehen. Und es ist mittlerweile nicht nur, die Politiker müssen da ja wissen, dass die Kirche einmal Zahlungen kriegen und in solcher Höhe, dass sie auf die Zukunft hinaus alle ihre Verpflichtungen erfüllen können. Wie heißt das denn? Und die Kirche wissen bei uns um Spenden. Ich wollte es halt nur darauf hinweisen, dass wir reden hier eigentlich über Folgen, die schon viel früher angefangen sind und auch heute noch. Also selbst wenn man den Kirchen das Geld gibt, es wird kein Kindergarten geschlossen, es wird kein Krankenhaus geschlossen, es bleibt alles wieder. Es ist Geld, für das kein Verwendungszweck nachweisen. Und ich finde da, weil Sie ja gesagt haben, man muss mal sehen, da müssen wir die Geld zusammenschmeißen, dann kriegen wir es raus. Da sind 20 Milliarden sofort abgeholt. Im Grunde der Berücksichtigung, dass eigentlich nur noch 4% der Bevölkerung in die Kirche geht. Mehr wollte ich sagen. Ich habe auch nicht Sie angesprochen, aber man muss auch mal sagen, ich glaube, das wird das Stadion noch nicht mal machen wollen.
Aber ich wollte ganz anderes, was ganz anderes fragen. Und zwar vielleicht ist es eine dumme Frage, aber vor einigen Jahren hieß das immer noch ARO und jetzt heißt es Jobcenter. Und ich wollte fragen, ob der, die Namensänderung irgendwas mit der, inhaltlichen Änderung zu tun hat. Nein. Nee? Okay. Das hing damit zusammen, dass ja 2010 beschlossen wurde, dass die AGE, wie sie damals hieß, so nicht sein darf. Ja? Von der Konstellation, dass Kommune dabei ist und die Bundesamt für Arbeit. Und daraufhin wurde das einfach umgeändert und deswegen heißt es jetzt Jobcenter, gemeinschaftliche Einrichtung. Das ist dann die E-Mail-Adresse jobcenter-de. Ja, oder eben noch die einzelnen Unter-Optionsverboten, wo die Städte das selbst machen. Aber es hat sich wurde sonst... Okay, danke. Der Herr, Sie hatten sich gemeldet? Ja, ich wollte recht mal zum Thema zurückkommen, aber dann kam der Vorschlag mit der Vernetzung. Ich selber bin in der Erwerbsloseninitiative aus Lixenhausen, das ist der Meisterkreis, da gibt es auch noch ein soziales Netzwerk e.V., da bin ich ebenfalls im Vorstand. Wir hatten, glaube ich, auch mal Kontakt mit Ihnen im Vorfeld, der Herr Kallay, wenn Sie sich erinnern. Weil er auch dieses Verfahren am Bundesverfassungsgericht geführt hat. Ich würde mich freuen, wenn hier Gruppen da sind aus Kassel, weil wir haben zwar auch Mitglieder aus Kassel, aber wir wollen ja eigentlich keine Mitglieder aus Kassel haben, sondern eigentlich lieber den Widerstand vor Ort organisieren, weil nur vor Ort, wenn die Erwerbslosen sich organisieren und permanent mit Beistand, der aus mehreren Personen bestehen darf, die Bundessozialgericht mit Kassel gesagt hat, Beistand darf, aus bis zu 3 Personen bestehen, das betrifft also den ganzen Bereich Kassel, also den Steinbeder-Kreis, Landkreis Kassel, was gehört noch dazu, Werra-Meißner-Kreis, Stadt Kassel und so weiter. Also ganz im Gerichtsbezirk des Sozialgerichts. Und ich würde mich freuen, wenn in Kassel vor Ort mal eine Initiative entstehen würde, bis jetzt ist mir keine bekannt, die eben genau dieses Prinzip durchführt, dass keiner von den Erwerbslosen allein in so ein Jobcenter rein muss, sondern immer Beistand dabei ist, die sich die Sachkunde erarbeiten. Wir helfen da auch gerne, weil wir sind jetzt schon fast 15 Jahre im Geschäft. Und dadurch so viel Unrecht wie möglich, das da passieren soll, verhindern und abwehren. Weil in diesen Jobcentern passiert tagtäglich Unrecht. Und wer sich nicht dagegen wehrt, wird er von kalt erwischt und er kann auf der Straße landen. Frau Hallemann hat es ja schon mal dargestellt. Und das ist auch unsere Erfahrung, die sich damit deckt. Dann möchte ich gerne dazwischen, Sie bitten, vorne am Tisch Ihre Adresse zu hinterlassen. Dann können sich Ihre Interessenten bei der Arbeitsgruppe Grundeinkommen melden. Und dann können wir Ihre Daten weitergeben, nur so zur Info. Dankeschön. Hier hatte sich eine Dame gemeldet. Das hat sich erledigt. Dann hatten Sie sich gemeldet. Dann kommt sie dran. Ja? Ich bin nur, dass wir über das Thema ein bisschen größer sprechen. Also auch zum Thema Grundeinkommen, wo wir angefangen haben, wo wir zu gucken, wo eigentlich Gelder verschwinden im Sozialsystem, von denen wir keine Ahnung haben oder wo wir wissen, dass sie verschwinden. Das, weil die Betroffenheit existiert und ich finde, die Vernetzung ist ein sehr guter Gedanke, aber man kann auch einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, weil wir können hier nicht die Einzelfälle lösen in der Runde, weil es einfach der Bedarf gerade mal über das Gesamtsystem zu sprechen, auch Auswege und Möglichkeiten, die wir finden können. Also der Stefan hat ja auch letzte Woche darüber schon mal gesprochen, dass man sich auch Optionen überlegt, was wenn und wie man so ein Grundeinkommen einführen kann. Dass es einfach weitergehen gibt, der Gespräch so nicht. Ja, komm ich jetzt und die kommen ran. Ich wollte auch Hannemann danken, ich finde das toll, wir brauchen mehr solche Whistleblower wie Sie, die Rückgrat haben, denn ich empfinde das auch als Zumutung, was da interne Vorgaben, ich spüre das einfach, ich bin da sehr sensibel, wie die Mitarbeiter jonglieren, wie sie einem entgegenkommen wollen und wie sie es nicht dürfen und wie sie Ausflüchte suchen etc. Und ich denke, das ist schon sehr hanebüchen, aber der Korpsgeist, so
einer Gruppe zu gehören und auch alles gut zu machen, ist sehr stark ausgeprägt. Wir hatten in den 70er Jahren diesen Korpsgeist gar nicht, wir hatten genau das andere. Wir haben alles hinterfragt und wir waren sehr kritisch. Wir haben heute so eine Zeit, wo alles im Korpsgeist gedacht wird. Ob das der Pflegedienst ist, da halten sie alle zusammen, damit ja, wenn einer Scheiße gebaut hat, das nicht rauskommt. Ob das bei den Ärzten ist, aber wir wissen, die Ärzte gehen nach Großbritannien, die gehen in die Schweiz, die machen alles, damit sie diesen Burnout nicht kriegen. Die Krankenschwestern gehen weg. Ich glaube, es ist ein grundsätzliches Thema und da ich auch der Meinung bin, dass mindestens zu 50% Grundgesetz gebrochen wird, in der Praxis, nicht in dem, was angedacht ist. Ich bin auch für Fördern und Fordern, aber nicht, was passiert. Wir hatten am Anfang hervorragende Beispiele in Wiesbaden. Ein Coach, ein Jobcenter-Coach, der hatte so und so viele Vermittlungserfolge. Das waren Leute, die hatten natürlich super Verbindungen zur Wirtschaft etc. Und die konnten am Mann arbeiten, jemand über Führerschein etc. da abholen. Das waren hervorragende Leute. Das ist ja alles nicht mehr. Und wir fragen uns, warum. Ich glaube einfach, die Situation, die der Herr geschildert hat, ist auch richtig. Aber wir haben den Osten gewonnen, die Ostgebiete Deutschlands. Und wir sind durchsetzt, auch mit so einem östlichen Korpsgeist, habe ich manchmal das Gefühl. Also von der APO, die so runtergeschrieben worden ist, ist nicht sehr viel übrig geblieben. Und ich habe meine Tochter nach Summerhill geschickt. Ach, was ist die anti-autoritäre Erziehung geschimpft worden. Heute darf man ein Kind nicht ansprechen, weil es Besitztum ist. Wo sind wir gelandet? Also ich will sagen, kinderreiche Familie, mein Vater war Selbstständiger, 50er Jahre. Ich habe nie auch nur das Spießertum gut gefunden. Aber die Harzer, das sind die Auszugrenzenden. Alle, die mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, werden sanktioniert gesellschaftlich, wenn sie krank sind sowieso. Und das kommt ja gar nicht zum Tragen. Die Leute im Jobcenter brauchen sich mit uns nicht, mit uns Schmuddelkindern zu solidarisieren. Die dürfen nur hintenrum empathisieren und das ist auch sehr geschickt. Und ich will auch sagen, man wird auch sanktioniert, wenn man mitgeht mit jemandem. Okay. Dann hat man hinterher die Sanktionen. Dankeschön. Das muss ich auch nochmal sagen. Und da braucht man ganz viel Rückgrat. Damit die anderen noch dazu kommen. Frank, okay. Ich wollte mal auf was ganz Grundlegendes hinweisen. Also die Sanktionsquote, die immer berichtet wird, schon vor 3,5 Jahren in 2010, da hieß es 3,4% der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, das sind so 4,5 Millionen plus minus, bekommen Sanktionen in einem Jahr. Und das wurde von einer Bundessozialrichterin vor 3 Jahren im Hieshaus vorgestellt, diese Quote. Ich habe allerdings eine andere Quote, die ist um die 14% hier aus Kassel, schriftlich vorliegen. Und ich habe das mal hinterfragt. Wir haben in einem Jahreszeitraum in Deutschland, und das war das letzte Jahr, also 2011 bis 2012, über den Sommer, über 1 Million Sanktionen. Ich glaube 1.017.000. Und keine Zeitung druckt das. Und im Internet stimmt es auch falsch. Auch die Linke nicht, die Süddeutsche nicht, die HNA nicht und so weiter. Und ich bin stinksauer und habe mich an Zeitungen gewandt und sie korrigieren es nicht. Ich finde es eine Frechheit. Selbst in, es gibt darüber wissenschaftliche, ich habe einen wissenschaftlichen Bericht gefunden von einem aus dem Institut, ein anderes Institut, der hat das auch bemängelt. Das kommt nicht in die Öffentlichkeit. Wir werden durch die Medien ganz bewusst getäuscht. Und die Medien machen es nicht, die in Redaktionen sind. Ich finde das ein Unding. Das wollte ich nur mal sagen. Ich bin da richtig sauer. Ich habe das länger verfolgt. Arbeitslosenstatistik ignoriert wird. Ja, es ist einfach so, wir haben in Hamburg immer so 50.000 Erwerbslose plus minus, aber letztes Jahr davon 55.000 Sanktionen. Und offiziell haben wir in Hamburg 3,6%. Stimmt nicht, ja. Wenn man mal in die Statistik guckt, dann sieht man noch erschreckenderes. Da sieht man nämlich nur die Zahlen von Menschen, die sanktioniert wurden, die wirklich arbeitslos sind. So, wenn ich sie jetzt in eine Maßnahme packe, sind sie arbeitssuchend. Sie brechen die Maßnahme ab, weil sie keinen Bock mehr haben, mal so ganz salopp gesagt, sanktioniere ich sie. Ich habe sie gar nicht in der Statistik. Ja. Wen sanktioniere ich? Ich sanktioniere ja hauptsächlich die Menschen, die nicht zu den Terminen kommen. Das sind ja die häufigsten Sanktionen. Ja. Wenn einer zum zweiten Mal nicht zum Termin kommt,
dann mache ich den auch nicht aktiv, mangelnde Mitwirkung. Und damit ist er auch nicht mehr arbeitslos. Das sind aber unsere häufigsten Sanktionen. Ja, Sie können dürfen schockiert sein. Danke. Ja, das ist eine kurze Sanktion. Ich will zu Sanktionen gerne mal was sagen, die kurz vorher vorstellen. Mein Name ist Heinz Schembier und ich war viele Jahre lang der Kollege von Herrn Hochhöf. Sozialamtsleiter im Schwanwiederkreis. Und ich bin ein Freund der Arbeitslosen. Ich mache seit 6 Jahren einmal im Monat ein kostenloses Frühstück für Arbeitslose und halte Vorträge über Rechte und Pflichten. Und ich berate Hartz-IV-Empfänger seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich. Ich schreibe Widersprüche, Klagen, ich begleite sie zum Jobcenter. Und damit habe ich jeden Tag zu tun. Ich möchte etwas zu Sanktionen sagen. Ich sehe bei den Sanktionen einen Widerspruch zwischen dem, was politisch angedacht war, und dem, wozu Sanktionen später genutzt werden. Sanktionen werden heute genutzt, Frau Hannemann hat es gesagt, zum Geldsparen. Und die Politik hat geglaubt, man könne mit Sanktionen Menschen in Arbeit zwingen. Ich teile Ihre Auffassung auch als Sozialamtsleiter. Es gibt einen Bodensatz von Menschen, die nicht arbeiten wollen. Und mit denen muss die Gesellschaft leben und die muss die Gesellschaft ernähren. Aber welcher Arbeitgeber will denn jemanden beschäftigen, der nicht arbeiten will? Was soll denn bei diesem Arbeitsverhältnis eigentlich herauskommen? Der wird doch die nächste Gelegenheit nutzen, sich irgendwie um diese Arbeit wieder herumzudrücken. Da helfen doch alle Sanktionen nicht. Der kommt morgens mit einem Schnaps an die Arbeit oder kommt zu spät oder meldet sich krank oder was auch immer. Ich glaube, Sanktionen sind nicht das geeignete Mittel, um Menschen in den Arbeitsmarkt zu pressen. Und da liegt, glaube ich, ein Unterschied. Ich wollte aber sagen, ich bin also mitverantwortlich für diese Gruppe Grundeinkommen hier in Kassel. Und wir kommen vom Grundeinkommen her und wollen eigentlich das Grundeinkommen in der Öffentlichkeit dafür arbeiten. Und das verschränkt sich für uns im letzten halben Jahr ganz dramatisch mit Hartz IV. Und ich glaube, dieser Fokus ist gut. Wir dürfen unsere Sache nicht aus dem Auge verlieren. Aber 2 Dinge habe ich heute mitgenommen, die wirklich wichtig sind. Das eine ist das, was die Bianca gesagt hat, dass wir wirklich dazu kommen müssen, dass das, was in Kassel an Beratungsangeboten da ist, an die Menschen heranzubringen, oder da, wo es nicht besteht, dass wir versuchen zu helfen, dass es zustande kommt. Und in dem Zusammenhang war mir das ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Darauf müsste man sich wirklich konzentrieren. Also so einen Begleitdienst zu organisieren, finde ich eine prima Sache. Ja, aber dafür brauchen wir in unserer Gruppe mehr und zum Teil Menschen mit anderer Kompetenz. Und diejenigen, denen das ein Anliegen ist, bitte kommt. Wir brauchen dazu viel mehr Leute, um sowas zu machen. Ja, und wer sich dafür interessiert, also das sage ich jetzt einfach mal so, wir werden das auswerten, auch gerade in die Richtung. Ja, aber das ist ganz bestimmt ein Punkt, wo es gut wäre, wenn das aus dem Abend rauskommt, dass hier in Kassel mehr Aktivität entsteht. Stichwort Ausgrenzung, soziale Ausgrenzung, Sie sprachen anfangs von der gewollten Armut. Ich möchte Sie fragen, weil Sie auch den Vergleich zu England und Frankreich kennengelernt haben, ob diese gewollte Armut, von der Sie sprachen, ob das ein übergreifendes europäisches Modell werden soll für eine Zukunft, in der die Nationalstaaten aufgelöst werden. Aufgelöst werden sollen. Will man das, einen bestimmten Bodensatz an Menschen europaweit schaffen, den man ein solches Schicksal zudenkt, damit man andere besser steuern kann? Oder wozu? Damit möchten Sie Ihre Einschätzung. Wir haben nur noch 2 Minuten. Also, Schröder sagte ja in Davos 2005, wir werden den größten europäischen Niedriglohnsektor erschaffen. Das hat er geschafft. Ja, Merkel unterstützt das, wie alle anderen Blockparteien auch. Ja. Eingeführt hat ja die SPD die Grünen Hartz IV. Erschaffen haben sie es aber nicht alleine. Ja. Es war ja wirklich ein Wohnzimmerstammtisch sozusagen Konzept. Ja, mit Bertelsmann und Kohnhoff dazu.
die CDU als auch die FDP, die haben ja sich nicht bis heute davon distanziert. Im Gegenteil, die haben es ja verschärft. Ja, dann der Niedriglohn, das ist ja die gewollte Armut, das hat ja auch etwas mit dem Export zu tun. Wenn ich billig produzieren kann, ja, kann ich ja viel billiger exportieren. Ja, und bringen damit auch tatsächlich die Nachbarländer in die Krise. Und er sagte letztens ein SPDler auch, fand ich auch hochinteressant, wo er sagte, das sage ich Ihnen jetzt mal so, das ist nicht die Meinung der SPD, aber an den ganzen Krisen, ja, in Frankreich, Griechenland, Spanien, verdienen wir dran. Und das ist gewollt. Ja, und Merkel will das. Ja, und die anderen wollen es im Endeffekt auch. Es kommt kaum was dagegen. Ja, die Linken mal, die Piraten, das war's dann. Ja. Also wir ist dann... Also der, ich denke, der nächste Schritt wird sein, die kostenlose Bürgerarbeit. Ja, und da ein Fremdwort, Workfare nennt sich das hier. Essen und dann, das ist ja, in London ist das ja jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren schon. Und schauen Sie mal die Medienberichte an im Pflege-Gesundheitsbereich. Ja, wo immer jetzt kommt, es fehlen die Kräfte ja schon seit Jahren. So, aber immer mehr, gerade die CDUler kommen, man sollte doch überlegen, ob man dort die Arbeitslosen, die werden ja mal als arbeitslos bezeichnet, ich spreche immer von Erwerbslosen, dort einzusetzen. Ja, das kommen immer mehr Stimmen. Ja, und deswegen bin ich der festen Meinung, Workfare wird sicher kommen im Pflegebereich. Dann sollte man doch den Begriff Demokratie durch die Plutokratie ersetzen. Das sollte Demokratie. Haben wir ja in dann geht leider jetzt nur noch die Dame, Sie hatten in der letzten Reihe, Sie hatten sich noch gemeldet, möchten Sie noch? Und das ist leider dann die letzte Frage. Ja, ich wollte einfach noch mal fragen, was ist der Unterschied zwischen einer Arbeitsagentur? Unterliegen die Arbeitsagenturen denselben Bestimmungen, Auflagen und wer ist der Träger? Also Arbeitsagentur, denke ich, gehört zum BA, aber wo gehören die Jobcenter hin? Wer bezahlt die? Was ist das für eine? Sind die Angestellte der Kommunen? Was ist ein Jobcenter? Ja. Wir haben also ganz oben das Bundesministerium für Arbeit Soziales, ja, mit der Frau von der Leyen. Darunter die Bundesagentur für Arbeit. Und das BMAS abgekürzt, das Ministerium für Arbeit Soziales, hat die Fachaufsicht zur Bundesagentur für Arbeit im SGB-II-Bereich und die Fach- und Rechtsaufsicht im SGB-II-Bereich. Ja? So, unter der Bundesagentur für Arbeit haben wir die sogenannten Regionaldirektionen, derzeit 6. Und dem unten drunter haben wir die Jobcenter, als auch die Agentur für Arbeit. Agentur für Arbeit ist für die Menschen, die frisch arbeitslos werden, bis zu einem Jahr. Oder wenn sie älter als 50 sind, auch noch bis 18 Monate. Und wer innerhalb von einem Jahr jetzt keinen Job findet, landet automatisch nachher im Jobcenter, so weiter erwerbsfähig ist. So, die Jobcenter werden bezahlt, das wird auch so ganz gut eingehalten, 50% über die Kommunen, die Mitarbeiter, als auch 50% Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit. Die Rechte und Pflichten sind an. Wenn man das durch 4,5 Millionen erwerbsfähige Hilfebedürftige teilt, das sind die ALG-II-Empfänger, die eben keine Kinder, Jugendlichen sind, sondern die vermittelbar sind, die arbeiten sollen, da kommt man auf knapp 23% absolute Zahl. Das ist die absolute Zahl in einem Jahr. Wenn man die mehrfach Sanktionierten abzieht, das ist ungefähr die Hälfte von dieser Million, das sind 500.000, kommt man auf knapp 11%. Und diese Zahl hat mir der Martin Peter Müller vom Institut für Arbeitsmarktberufsforschung in Nürnberg bestätigt, dass das ungefähr die Korrelation ist von der Prozentzahl, die sanktioniert werden. Also nicht 3,2% oder 3,4% aller erwerbsfähigen Hilfebedürftigen werden in einem Jahr sanktioniert, sondern über das Dreifache. Es sind 10 bis 11, vielleicht noch. Die Arbeitsverträge nicht. Ebenso die Bezahlung nicht. Ja?
In der Regel ist es so, dass die BA-Mitarbeiter besser bezahlt werden. Das ist ein großer Frust bei den Stadtmitarbeitern, bei den Kommunenmitarbeitern. In Hamburg macht das 600 Euro brutto aus. Das ist eine Menge. Und je nach halt Tarif der Stadt, ja, sind ja sehr unterschiedlich. Hamburg zahlt auch nicht so dolle. Also jetzt bin ich ja seit 7 Jahren in Hamburg und habe immer noch weniger verdient als in Baden-Württemberg damals. Ja, so, also ist sehr, sehr regional abhängig auf dem Bundesland. Gut, also so werden sie, also auch die Jobcenter werden natürlich über die BA kontrolliert und gesteuert. Aber die Kommune ist für die Miete zuständig, für die Mietkosten. Ja, ja, vielen Dank, Frau Heinemann. Das war unglaublich informativ. Und ich hoffe sehr, dass das auch Impulse bringt für unsere Gruppe, weil ich mir sehr, sehr wünsche, dass sich halt eine Gruppe bildet, die sich intensiv um Hartz IV-Abhängige kümmert. Dankeschön.